Schön, dass das so voll geworden ist. Ich muss gestehen, ich habe eher Angst gehabt, dass das vielleicht zu wenig Leute interessieren könnte und freue mich riesig, dass ihr das alle kommen seid. Wir haben am Vormittag schon so einen einstündigen Vortrag gehabt, wo wir vorgestellt haben, so das Zusammenspiel von IT-Dokumentation mit Monitoring und mit Ticketing-System. Ein paar Gesichter habe ich da noch einmal, sehe jetzt erneut, aber die meisten sind doch neu, deswegen stelle ich mich noch einmal vor. Mein Name ist Christian Walli, das ist der Karl-Heinz Jofen. Wir haben vor 2 Jahren gemeinsam die Firma Don't Panic IT Services gegründet. Wir beschäftigen uns mit IT-Service-Management. Der Charlie kommt von der wirtschaftlichen Seite, der hat Business Process Management studiert. Ich selber komme von der IT-Seite. Ich habe mich sehr oft, sehr lang mit IT-Security beschäftigt, habe bei der Icarus Software in Wien gearbeitet und dann zu CoreTech kommen bei der T-Systems und bin eben seit 14 Jahren jetzt in Vorarlberg. Habe mich viel mit Linux auseinandergesetzt und vor 5 Jahren bin ich das erste Mal über ein Tool gestolpert, das ist iDoIt. Das kommt von einem deutschen Hersteller, das ist die Firma Synetics, die sitzen in Düsseldorf und habe damals 3 Kunden gehabt, mit denen ich so IT-Dokumentationskonzepte gemacht habe. Und vor 3 Jahren ist das nochmal aufgepoppt, das Thema, und haben wir wieder angeschaut, was sich da seither getan hat bei iDoIt und geschaut, was aus meinen vorigen Projekten geworden ist und habe gesehen, dass von den 3 nur mehr eines am Leben war und habe gesehen, warum das passiert ist, und das war deswegen, weil das in der Firmen, in den Organisationen nicht richtig aufgehängt war, das Thema. Ja. Die haben das als One-Man-Show jeweils betrieben und in dem Moment, wo diese Mitarbeiter, die sich das selber umgehängt gehabt haben, von der Firma weggegangen sind, ist auch das IT-Dokumentationsprojekt gestorben gewesen. Und das ist ja mal schade, weil der Initialprozess, das einmal in Gang zu kriegen, ist eigentlich mit einem ziemlichen Aufwand verbunden. Und deswegen habe ich überlegt, wie könnte man das machen, dass die IT-Dokumentation gelingt. Und bin da auf ITIL gestoßen und in Charlie habe ich schon von anderen Gelegenheiten her erkannt und habe ihn gefragt, ob wir da nicht gemeinsam was machen wollen. Und so sind wir eben zu Don't Panic IT Services so gekommen. Der Vortrag oder der Workshop, den wir da heute haben, das ist entwickelt worden von der deutschen Synetics, also das sind ist der Hersteller von dem iDoIt. Das ist ein Tool zur IT-Dokumentation, und die haben das Gleiche festgestellt wie ich, dass das halt oft so mit einem riesen Aufwand eigentlich IT-Dokumentation gestartet wird und das Projekt dann irgendwann versandet. Und aus dem heraus ist dieser Workshop entstanden und der ist eigentlich produktneutral gehalten. Der Workshop, das wird normalerweise in Deutschland haben die den kostenpflichtig angeboten, also auf der CeBIT ist angeboten worden, wird oft mit Linux Magazin gemeinsam gemacht. In Österreich halten wir den jetzt das erste Mal und auch für uns ist es das allererste Mal. Und seit unsere Gesellschaft ist das Ganze Experimentalcharakter. Ja, ich habe das selber, also mir hat der Joachim Winkler, das ist der Geschäftsführer von der Synetics, der hat mir diesen Workshop, vor 14 Tagen war ich bei ihm und da hat er mir den in einem Nachmittag so näher gebracht und also ich bitte jetzt nicht um Nachsicht von euch, aber nur damit ihr auch wisst, warum es vielleicht an der einen oder anderen Stelle holpert und wenn ich irgendwo nicht deutlich bin oder was total unklar ist oder wenn ihr das Gefühl habt, es ist nicht schlüssig, dann bitte sagt es gleich, ich bin überhaupt nicht beleidigt und froh, wenn ihr euch hier dementsprechend einbringt. Das ist ja auch, also es wird als Workshop tituliert. Wir werden nicht IT-Dokumentation reinhacken, sondern es geht darum, wie muss man das Konzept oder wie muss man die Organisation aufstellen, was muss man berücksichtigen, was sind die Stolpersteine, warum IT-Dokumentation schiefgehen könnte. So, und jetzt ist eigentlich als ersten Punkt, hat der Joachim mir gesagt, eine ausführliche Vorstellungsrunde. Und jetzt sind doch relativ viele Leute da, also wenn wir jetzt eine ausführliche Vorstellungsrunde machen, dann sind wir, glaube ich, eine Stunde ungefähr allein nicht damit beschäftigt.
wie soll man es machen? Also, ihm ist es darum gegangen, dass man, man sieht, wie viele Organisationen haben schon IT-Dokumentation zum Beispiel im Einsatz. Ja, vielleicht machen wir das eher so mit Abfrage. Mich würde es interessieren, könnt ihr mal, wer hat denn schon alle IT-Dokumentation strukturierte? Okay. Ja. Wir führen da Statistik. Also wir waren drei, ja. Sehen da wieder. Ja. Aber da ist jetzt nur noch einer. Ja. Ändert sich das so schnell. Und gibt es mehr, die es schon mal probiert haben? Haben schon mehr mal ein Projekt gestartet? Okay. Ja. Und das heißt gestartet und ist dann wieder. Wenn ich ihn zähle. Warst du ein halber? Also auch. Ja, also genau, das habe ich auch vorher noch gar nicht. Also Dokumentation ist ja nicht so, dass ihr braucht dazu ja nicht ein Tool. Dokumentieren tut ja ganz sicher jeder darin irgendwie, oder? Oder dokumentiert jemand gar nicht? Ihr festgemacht dann strukturierte. Ja, genau. Ja, aber eine Excel-Liste kann eine Struktur haben, also so gesehen, ja, oder? Ja. Jetzt nur noch ganz kurz, per du oder per sie? Per du. Per du, passt. Okay. Gut, wenn alle einverstanden sind. Also ich glaube, das entspricht da sehr gut am Bild, das auf dem Markt draußen gibt. Wir kommen nachher noch zu Statistiken. Es gibt die ITSMF, das ist so die IT Service Management Foundation, glaube ich. Das sind das Vorantreiben von IT Service Management so ein bisschen umgehängt haben und die machen alle 2 Jahre eine Studie. Und die letzte mir bekannte, wo so das Thema IT-Dokumentation erhoben haben, das stammt aus dem Jahr 2010 und ist 2011 veröffentlicht worden. Ich zeige nachher die Zahlen. Ja. 2009, 2010 und veröffentlicht worden, 2011. Ja. Und also da hat sich schon gezeigt, dass das kein allzu beliebtes Kind ist, die IT-Dokumentation. Und deswegen heißt das auch, ich glaube, der Untertitel von dem Workshop ist eine IT-Dokumentation, das ungeliebte Kind. Aber jetzt übergebe ich einmal an Charlie, damit er so die im Workshop einmal umreißt, wie es weitergehen soll. Ja, wobei ich schon am Anfang bin. Ja, natürlich. Oder ich kann ja so mit dir reden. Du stellst die vor mich hin. Soll ich da was machen? Nein, passt schon. Ich komme klar, aber wir haben ja stundenweise Zeit. Okay, also bevor die Vorstellungsrunde haben wir für mich ein bisschen gar knapp gehalten. Es würde mich schon ein bisschen interessieren, warum ihr überhaupt so zahlreich da seid. Ist das Problem gesteuert überwiegend? Mal, traut es euch wirklich, weil wir benoten euch nicht, es ist kein Audit, kein gar nichts, kein Fall, also ihr dürft ruhig. Und das ist ein Workshop betitelt, das heißt, die Leute sollten prinzipiell mitmachen und wir reduzieren es eh schon auf Handheben. Also ihr habt alle im Sinn, eine Dokumentation bei euch einzuführen, überwiegend. Ja, okay, gut. Ich muss mir das ein bisschen herrichten, dass ihr alle sehen. Das ist nicht höflich. Man schaut nochmal so, damit man das Publikum im Auge hat, weil sonst wäre immer da. Also wir versuchen das ein bisschen mit der Historie aufzuziehen, was ist Dokumentation, das ist ja auch nicht immer so eindeutig, muss man ein bisschen dingfest machen. Wir gehen darauf ein, auf Best-Practice-Geschichten, das ist natürlich, da haben sich schon viele Gedanken drüber gemacht, wie man Dokumentation umsetzt. Und da kommen wir natürlich gleich wieder auf eine Best-Practice. Ein paar haben wir heute Morgen schon damit gequält. Was fällt euch da ein? Best-Practice, IT. Genau, danke. Du warst schon am Vormittag. Nein. Nicht, oder? Okay. Dann war aber einer mit dem gleichen Gewand da. Also, sind wir da gleich? Ja. Also, London Calling, wie alles begann, das ist die britische Regierung, ist in den 80er Jahren draufgekommen unter der Eisernen Lady, dass, also man hat einerseits das Potenzial der IT erkannt und hat versucht, alles umzusetzen, was ging, und haben aber gemerkt, dass die Kosten sich extrem entwickeln bei der Umsetzung. Das heißt, da haben wir eine brutale Schere aufgegangen. Kosten sind extrem gestiegen, aber das Potenzial, das man vermutet hat, hat sich nicht zum Greifen kommen.
Dann hat die Lady eine Organisation beauftragt und hat gesagt, jetzt, wir müssen das in den Griff kriegen. Die haben Untersuchungen gestartet und haben dann Unternehmen untersucht, wo also nachweislich die Prozesse funktioniert haben. Und aus diesen Unternehmen hat man das Beste rausgeholt, darum Best Practice, und hat dieses ITIL entwickelt. Und das ist dann so ein schöner Werdegang, da können wir dann eigentlich mal durchklicken. Wer kennt ITIL? Okay, also jeder überwiegende Teil. Wer hat es im Einsatz? Zwei? Das ist schon. Wahrscheinlich alle, nur wissen Sie es nicht. Richtig, genau. Ja. Das heißt, das sind, ich glaube, jetzt müssen wir einen Stuhl. Bitte Stühle mitbringen, glaube ich. Aus einem anderen Raum. Also es sind nur zwei. Ah, okay. Das hat sich über die Jahre natürlich entwickelt und wir haben da unten die Entwicklung und oben, das sind die Tools dazu, glaube ich. Ja, also da ist ein ich muss immer ein bisschen auf dein Wissen zurückgreifen, ah, okay, weil du, okay, warst, okay, du warst ja mal okay an der Einschulung, okay, in Deutschland. Also, genau, ja, dann vielleicht so kurz vorüber. Ja. Soll man das irgendwie, ja, das, ich bleibe da neben dir stehen, wenn man das eigentlich nicht umhinkt. Okay. Okay. Also die, diese von der britischen Regierung in Auftrag gegebene Werk, und das war ursprünglich gedacht wirklich als verpflichtende Maßnahmen für die Regierungsbetriebe. Und es hat sich aber dann schon herausgestellt, dass das vielleicht doch nicht so möglich ist, dass man das verpflichtend einführt, und sie haben das halt dann als Richtlinie abgeschwächt. Und wahrscheinlich war das damals schon ein Problem. Ja, ich da nur gerade nochmal schauen. Ah, das ist da jetzt gar nicht drin. Das ist nämlich damals als, nicht als ITIL eingeführt, sondern als GITIM. Keine Ahnung, wie sie das ausgesehen haben. Ob da jemand eine Idee hat, wie man das auf britisch Original ausspricht. Hat das ursprünglich geheißen. Und das war wirklich nur für Regierungsbehörden gedacht und nicht für Private. Und es hat sich aber dann private Unternehmen haben sie interessiert für das. Und die haben gesagt, ja, eigentlich ist das für uns genauso relevant. Ja, bei denen ist auch nicht alles so rund gelaufen in der Zeit. Und deswegen ist dann eben diese ITIL-Version 1.0 entstanden. Das war ITIL steht. Okay, das ist ja komisch, gell? Das ist so zusammenkennt. Und das ITIL steht eben für IT. Infrastructure Library, genau. Und ja, das ist dann relativ rasch von etlichen Firmen adaptiert worden, und dann hat sie eben diese ITSMF, die IT Service Management Foundation, glaube ich, heißen, die hat sie gegründet, und die haben sie das umgehängt, auch diesen Standard weiterzuentwickeln. Die etliche Firmen, das waren schon wirklich nur die wirklich großen Firmen. Ja. Große Firmen, ja. Ja, also ja. Und dann hat sie ungefähr zur gleichen Zeit hat es begonnen, dass abseits von den großen Firmen hat es kleine Teils oder großteils Open Source Firmen oder Open Source Tools entwickelt, die eben bei dem IT Service Management helfen können. Zum Beispiel war das eben dieser Request Tracker, und später ist das Nagios entstanden. Ich habe beim Herfahren schon die ganze Zeit überlegt, könnte sich jemand noch erinnern, wie Nagios vorher geheißen hat? Ist da jemand dabei? Kennt ihr Nagios? Das ist bekannt, oder? Das IT Monitoring System. Kennt jemand nicht? Ja. Ah, okay. Aber was es ist, wisst ihr. Na, also IT, Nagios ist eben für IT Service Monitoring. Da kann ich Hosts hinterlegen und kann sagen, ich möchte bestimmte Services überprüfen. Das kann sein, einfach ein Ping, zum Schauen, lebt der Host überhaupt noch? Oder läuft SMTP drauf, kann ich dem Mail hinschicken oder DNS und solche Dinge, und geht aber bis dahin, dass ich mit Agenten dann teilweise überwache, ist noch genügend Speicherplatz frei, wie ist die Auslastung von RAM, wie ist die Last von der CPU und solche Dinge, und dem dementsprechenden Personal dann irgendwelche Benachrichtigungen zukommen lasse in Form von meistens E-Mails oder Pager oder SMS, wie auch immer, dass irgendwas, wenn irgendwas zum Tun ist.
Das ist, und eben bevor es Nagios geheißen hat, das war irgendwann um 2000 herum, hat es eben dann Nagios geheißen, aber das hat vorher einen anderen Namen auch schon gehabt und was irgendwelche Rechtsstreitigkeiten gegeben hat. Das war's, genau, danke. So. Genau. Da, ich hab da mal gesagt, irgendwas mit einem Heiligen, gell? Nicht saint, also dann. So Glück, dass es Wikipedia gibt. Ja. Und da, dann hat man gesagt, okay, man muss irgendwie mit dem Service Desk muss man zur Hand kommen. Und da hat es eben, in Deutschland ist es OTS gegründet worden. Wer ist der? Du warst bestimmt, du warst ja beim... der Name? Ja. Ja, das ist... das ist also also klasse, also OTRS, das ist das Ticketing-System, das ist ja, wenn man ITSM, also IT Service Management, das ist eigentlich so der Management-Layer über IT ist, ein System zum Erfassen von Problemen und zum Abarbeiten. Das kennt inzwischen jeder, wenn man irgendwo bei einer Firma eine Anfrage stellt, kriegt man irgendeine Nummer, das läuft alles über Ticketsystem und wird dann immer im gleichen Fall zugeordnet. Ja. Und der Entwickler, der hat allerdings, ist irgendwie aus der, der das entwickelt hat, hat eine AG gegründet und ist dann aus der AG rausgefallen, aus diversen Gründen und hat jetzt eigentlich nichts mehr damit zu tun, verdient sein Geld nur noch mit Schulung und Modulprogrammierung dazu. Ja, war recht interessant, aber da jetzt, das ist einfach, sind die Tools, die sich um IT dann rundherum gebildet haben, um das, um dieses Prozess, Geschichte dann wirklich weiterzufahren oder umzusetzen. Also dieses OCS, das ist so eine Inventarisierungssoftware, mit der hat man eben versucht, die IT-Infrastruktur, die in den Unternehmen gewachsen ist, regelmäßig zu inventarisieren. Und ich glaube, als nächstes kommt jetzt da das iDoIt. Kannst du mal weiterschalten? Ja, genau. Also, genau. Das ist, also prinzipiell, Chef, wenn bei mir das jetzt so präsentieren, fällt mir ein, also ein paar Teile vom Kurs vom Vormittag wären vielleicht gar nicht so blöd, wenn man die damit einbindet. Ich weiß nicht, wissen alle, um was es da geht? Das ist ja, ITIL hat... Mikrofon. Ah, ach so, okay. Nein, also ich rede zu dir rein. Nein, ITIL hat, das hat verschiedene Prozesse und einer der Prozesse, das ist ein Wissensmanagementsprozess und das heißt... Da sind wir denn schon eigentlich bei Dokumentation, Wissen erfassen, kommen wir eh dann später dazu. Und hat als, und iDoIt ist die CMDB dazu. Das ist die Datenbank, wo dann das alles erfasst oder niedergeschrieben wird, ja. Und. CMDB ist ja, die Configuration Management Database, ja. Okay. Wir werden uns schon noch dran gewöhnen. Okay, also dann ist ITIL V3 ist dann rausgekommen so um 2007, okay. Und 2011 hat es die letzte Überarbeitung von der ITIL-Version V3 gegeben. FITESM, das ist ein europäisches Projekt, wo versucht, so ITIL-Lite für KMUs aufzustellen. Und alles hat eigentlich recht regen Zuspruch. Also es gibt großes Interesse offensichtlich dafür, ja, weil die Probleme in wachsenden IT-Infrastrukturen einfach offensichtlich sind. Ja. Niemand kann mehr einen Überblick behalten, die Arbeiten werden immer kleinteiliger, immer spezialisierter. Also Die ganzen IT-Management-Literatur, das ist immer so, wenn man die liest, da müsst ihr mal die Einleitungen lesen, da gibt es zwei Schlagworte, die heißen zusehende Abhängigkeit von der IT und wachsende Komplexität. Und durch das wird das Thema auch immer wichtiger. Also ich bin wirklich erstaunt, dass wir so voll haben. Wir haben schon schwer gehadert. Wir haben sogar ein paar Freunde eingeladen und gesagt, ich muss reinkommen, sonst sind da gar keine Leute. Eben, und um das zu handeln, und hat man denn dieses ITIL eingeführt, und man sieht ja, das kommt ja jetzt erst an, das Problem ist 30 Jahre alt, und jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, also das ist jetzt eine persönliche Meinung, dass es nicht mehr anders geht. Die Systeme sind so umfangreich, und auch in kleinen Strukturen schon. Ja. Man hat verschiedene Ansätze, um das zu lösen, man sourced das out und so weiter, das funktioniert sonst gar nicht mehr. Also ohne Outsourcing in meinen Augen geht es eh nicht mehr, oder schon.
schon Ja, jetzt gerade noch geschaut. Also was, die Fitte SM hätten wir dann noch ISO-Standard. Ja, genau. Also inzwischen, was es inzwischen auch gibt, also das ITIL ist inzwischen auch ein ISO-Standard. Man kann Unternehmen können sie nach ITIL zertifizieren lassen, ist dann ISO 20.000. Ja, 20. Ja, 20.000. Passt schon. Ja. Das ist, wenn man auf einer PowerPoint schafft, die man nicht selber gemacht hat. Gell? Echt jetzt da? Echt jetzt? Unterhalt die Leute. Okay. Ja, ich was habe ich noch für Notizen? Ja. Na. Also generell das Thema von ITIL, ich meine, wir haben gesehen, es haben nur zwei Leute im Einsatz. Dürfte ich gerade fragen, wie groß die Firmen sind überhaupt? So über den Daumen Richtwert. Also zwei haben gesagt, sie haben ITIL, verwenden ITIL, oder? Wie groß ist die Firma, wo das im Einsatz ist? Sehr groß. Sehr groß. Okay. Die andere? Auch. Sehr klein. Machen sich die lustig über uns. Wir haben gemeinsame Geschichte. Ich spiele schon zu Hause in dem Projekt. Na, aber seit... Was ist das für eine Branche? Ja, wir sind ein Softwareanbieter und wir bieten kompatible Software an und natürlich haben wir mit ITIL sehr viel zu tun. Okay. Und es spielt einfach in die Prozesse rein, Change Management, Order Management, Incident Management. Da musst du einfach auch als kleiner Anbieter an die Tools und Prozesse der Großen richten. Darum die Frage der Branche, oder? Mhm. Weil das ist der naheliegende, oder? Die kleinen Firmen, wo in der IT-Branche sind, Okay, aber zurück zur Dokumentation. Ja, weil begonnen hat alles noch viel früher. Also der Paul Otlet, das war Bibliothekar in Paris und das war gerade so der Zeit, wo der Buchdruck so richtig industrialisiert worden ist und die Information plötzlich nicht mehr Buchinformation nicht mehr elitär war, sondern halt plötzlich geflutet worden ist. Und der hat dann als Bibliothekar gesagt, okay, so ist das Wissen eigentlich nicht mehr nutzbar. Und der hat sich ein System überlegt, mit Karteikarten, wie man Metadaten referenzieren kann, Querverweise. Also prinzipiell ist es so, dass die Wissensverortung war ja so, dass man das eigentlich nur hierarchisch strukturiert hat. Mit Karteikarten muss ja immer, also diese Ordnerstrukturproblematik geht das eigentlich. Also da wird das Wissen hierarchisch strukturiert. Jetzt haben wir das Problem, klassisch ist bei den kleinen Firmen, die legen einen Ordner an, Kunden 2015. Ja? Und dann müssen sie, dann haben wir also Kunde 1 und rundhalb Jahr 2015. Ja, okay. Andere sortieren es wieder, okay, ich mache das Jahr 2015, ich habe halt immer nur diese eine Struktur und das Wissen zwischen den Zeilen, das verknüpfende Wissen, das geht verloren. Und der hat sich dann schon mit dem auseinandergesetzt, hat dieses Problem dieser Taxonomie, also der hierarchischen Information erkannt und hat sich wirklich auf der einen Seite das System überlegt. Ich glaube, die haben ein Karteikartensystem angelegt, der hat einen ganzen Rudel voll Erfasser gehabt, die haben über 12 Millionen Karteikarten angelegt. Mit einem System, wie sie das Wissen irgendwie verknüpfen können. Also da kann man sich mal 12 Millionen, ist eine stolze Zahl. Also wir haben alle gelernt, damit zu abstrahieren, also mit so großen Zahlen, aber der Kopf ist ja eigentlich nur ausgelegt, ja, für, ich sage mal, 1000 kann man sich schon einmal richtig vorstellen. Und nicht nur das, auf der anderen Seite war der darum als Internetpionier angeschrieben, weil der hat gewusst, dass ich gerade Grammophon war, gerade in den Startlöchern Anfang 19. Jahrhundert, der hat gewusst, dass die ganzen Medien, wo das Wissen jetzt verhaftet wird, einfach mitspielen müssen. Also seine Aufzeichnungen sieht man ja Tonband über Monitoring, das ist also wirklich visionär gewesen, was der aufgesetzt hat. Ja, das ist, also so hat es angefangen, der hat gewusst, man muss das Wissen einfach niederschreiben, damit es nicht verloren geht. Ja. Und nicht nur niederschreiben, ja. Das wäre es in dem und wiederfinden, Wissen, ja. Sondern man muss es irgendwie nutzbar machen. Genau, jetzt warte mal. Genau. Was bedeutet überhaupt Dokumentation? Und da wären wir jetzt eigentlich so klassisch bei der Definition. Und das ist eigentlich nutzbar machen von Wissen. Das ist, ich überlege, mir fällt jetzt die Jahreszahl, nein, das muss ja 60er Jahre, glaube ich, war das. Das ist der Gauss. Da kommt das große Werk Ordnungslehre.
von dem, und der befasst sich eigentlich auch mit dem, und der verwendet den Begriff des Information Retrievals. Das heißt eigentlich das Wiederfinden des Wissens. Das ist eigentlich der Nutzen am Wissen. Und Dokumentation muss eben gewisse Aspekte haben, damit man diesen Nutzen auch wirklich generieren kann. Oder? Und, ja, können wir weitergehen? Wie ist das aufgebaut? Okay. Da gibt es die Betrachtungsweise, also eine, wie kann man das erklären, wie der Nutzen wirklich zustande kommt. Das ist zum Beispiel man betrachtet Informationen auf der einen Seite als Struktur und auf der anderen Seite auf der Funktion. Wenn man jetzt das beschreiben sollte, nicht das ist die Struktur, mit dem können wir noch nicht sehr viel anfangen, sondern wir brauchen die Funktion dazu. Ja. Also schalt die ruhig ein, wenn du das sagen willst. Gell? Ja. Ich lasse dich gern. Ja. Also Wir haben selber nämlich lange Zeit darüber gerätselt, ob man diese Folie, wie man diese Folie präsentieren soll. Ja? Also die Idee vom Joachim ist die, dass er gesagt hat, okay, es gibt strukturelle Informationen über IT-Infrastruktur. Ja? Das ist ja nicht mit einem Discovery Management oder einer Stückliste, kann ich verwalten, welche IP-Adressen habe ich vergeben, welche Server habe ich in meinem Rack drinnen und solche Dinge. Das sind reine Strukturinformationen. Und dann habe ich oft funktionale Beschreibungen. Ja, ich habe ein Bedienhandbuch von irgendeinem Stück Software oder Tutorials oder How-Tos, irgendwo Wiki-Abläufe hinterlegt. Das sind so die funktionalen Informationen. Und er sagt halt, dass der Dur, ohne dass ich weiß, was die einzelne Taste macht, ist nutzlos. Ja? Das ist eine reine Strukturinformation, mit der ich nichts anfangen kann. Und erst wenn ich selbst wenn ich weiß, es gibt das Alphabet und es gibt Sonderzeichen, das wäre die reine Information, oder die reine Funktionsinformation. Aber erst wenn ich das Matching mache, dass genau auf der Taste eben es auch hinterlegt ist, erst dann wird diese Information nutzbar. Ist das ist, als wenn ich ein Monitoring über ein Netzwerk laufen lasse und dann steht in meiner Liste, da habe ich 200 PCs drin. Ja, das ist eine Information, mit der kann ich so noch nichts anfangen. Erst wenn ich weiß, was läuft da für Software oben, wer arbeitet daran, wo steht der, diese Verknüpfung dieser Information, das gibt den Nutzen. Ja. Ist das? Sind wir da d'accord? Absolut, aber mich würde es interessieren, können Sie mit sowas was anfangen? Okay. Okay, und da ist eben noch einmal zwischen Struktur und Funktion, IKEA, also einerseits die Stückliste drinnen und auf der anderen Seite halt ein Zusammenbauplan, und erst wenn eben die beiden matchen, dann entsteht eben diese nutzbare Information, und genau das ist die IT-Dokumentation. Oder das soll sein, dass man die Informationen nutzbar macht. Also es ist ja so, dass die 10 dB, also das wird ja eingeteilt in CIs, danke, jetzt weiß ich endlich, was das Kopfnicken heißt. Das ist keine Zustimmung, das heißt Mikrofon. die 10 dB, da gibt es diese CIs, das sind die Configuration Items, und die müssen erfasst werden, aber das beschreibt auch, dass zwischen diesen CIs eine Verknüpfung erstellt werden muss, also die in Beziehung gesetzt werden muss, das Ganze, ja, damit wir dann auch den Nutzen wirklich haben. Wir haben am Vormittag, und ich sage das, ja, beschrieben, oder bei der Tool-Vorstellung am Vormittag hat man das schön gesehen, was das alles für Nutzen bringt. Man kann dann vom Geschäftsprozess, den man da auch einpflegen kann, über die IT-Services Abhängigkeiten bilden, sagen, von mir ist unser Online-Handel ist so der Klassiker, der braucht unbedingt den IT-Service Internet-Shop.
Und dann steht hinter diesem IT-Service stehen eben verschiedene Infrastrukturen. Das heißt, da sind Rechner dahinter, virtuelle Rechner, die laufen auf physischen Rechnern, die sind über Kabel mit Switches verbunden und so weiter, die stecken in Steckdosen. Und wenn ich diese Verknüpfungen habe, dann kann ich nämlich auch einen Notfallsplan machen und sagen, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt diesen Stecker ziehe? Und das ist dieses Business Impact dann eigentlich. Das ist dann der Nutzen, der wirklich bis ganz nach oben in die Geschäftsprozesse reicht. Da weiß man dann, also das hat einerseits diesen Nutzen, das ist in Zeiten, wo jetzt zertifiziert wird, wo IT-Sicherheit, jetzt wird es sogar Verwaltungsstrafen geben, wenn man das nicht gewährleistet und so weiter, oder? Wie hast du das jetzt da? Nein, teilweise ist es natürlich jetzt schon gesetzlich vorgeschrieben. Ja. Es gibt zum Beispiel das Datenschutzgesetz, das ja zumindest eine Dokumentation der Datenanwendung und der Daten, und also der personenbezogenen Daten, die erhoben werden und Empfängerkreise, das muss ja dokumentiert werden. Und auch die Sicherheitsmaßnahmen, die wir bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zum Einsatz gebracht haben, müssen dokumentiert werden. Also es gibt ja sogar eine Verpflichtung zur Dokumentation. Wie nennt man das? Compliance? Ja. Und konventional strafen, wenn man sie nicht anhält. Genau. Okay. Simon, warte mal, ich würde... Wollt ihr mal? Ja, okay. Also ich war mal einig... Was mir da ein bisschen abgegangen ist, ist die Beschreibung, wenn man Dokumentation betrachtet, das nachher kommt es dann eh noch, aber vielleicht jetzt, wenn wir schon den einleitenden Teil haben, dann muss man das in zwei Teile aufteilen, meiner Meinung nach. Das ist einerseits der Dokumentationsprozess, also Dokumentation hat zwei Aspekte, wenn man das so betrachtet, das ist der Prozessaspekt und das ist der Qualitätsaspekt. Der Prozessaspekt an und für sich, der beschreibt, wie wird die Dokumentation ausgeführt, also es sind die Abläufe, wie man sieht, schön sagt, okay, das reicht dann auch viel ins Wissensmanagement rein, da gibt es diesen schönen Ablauf, Wissen wird generiert, dann wird es gefiltert, also da gibt es verschiedene Bezeichnungen, Gauss zum Beispiel sagt, Dokumentationswürdigkeit, da geht es um die Inhalte, was muss ich wirklich erfassen, und das ist dann wieder für jede Firma wieder selber zu bestimmen. Wie tief will ich meine Infrastruktur erfassen? Das ist natürlich ziemlich wichtig. Man muss sich da am Anfang klar werden, was brauche ich, weil die Dokumentation ein extremer Aufwand ist. Also wenn man ein komplexes IT-System komplett erfassen will, das ist extrem Aufwand. Da scheuen sich extrem viele. Ich glaube, dass das, wenn man sich da am Anfang nicht klar ist, das Konzept hat, was will ich wirklich erfassen, was brauche ich wirklich, dann fängt man da an und generiert nie den Nutzen, den man daraus hat, dass das Ding dann auch Spaß macht. Oder? Also das heißt, klein anfangen, da kommen dann eh später dazu, da haben wir verschiedene Strategien. Wenn wir da weitergehen bei dem Prozess, also das sind wir erst jetzt, Wissen wird generiert, das wird gefiltert, also Datenwürdigkeit, Dokumentationswürdigkeit, Entschuldigung, und dann wird es verspeichert, da sind wir dann in dieser CMDB drinnen, dieser Datenbank, wo eben IDOIT darstellt, und dann ist das Wichtige, das wird abgerufen und gefiltert, und das gibt dann normal, wenn man den Prozess darstellt, so eine Schleife, ist das die Information, die ich brauche, wenn nicht nachfragen und so weiter, und dieser Prozess, der sollte wirklich schlank gehalten werden, und das Ziel ist immer der Nutzen, das heißt die Information. Man muss diese Information speichern, die ich benötige, und man muss dafür sorgen, dass diese Information auch so leicht wie möglich abrufbar ist. Also ganz klassisch, Information sollte in der richtigen Qualität, das heißt die richtige Information, die ich benötige, zur richtigen Zeit einfach schnell zur Verfügung stehen. Das ist der Prozess. Und die Qualität, wie gesagt, das ist diesen Aspekt zu filtern. Was muss ich reingeben und in Korrelation dazu, was ich abrufen will, damit das wirklich für die Firma Sinn macht. Okay, jo, nächste Folie. Da sind wir dann schon bei der Auswertung, die wir am Anfang so rudimentär gestartet haben. Also das waren jetzt, wenn ich es mal so über den Daumen sage, waren das 5 Leute von 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, sagen wir 25. Schlagt es mich tot, wenn ich mich verrechne, aber sind das 20%? Ja. Ja. Haben schon Einsatz, das ist, also weicht ziemlich ab von da, aber das ist ja wie gesagt auch 5 Jahre alt, oder? Damals waren es noch mehr. Stimmt, genau, das ist eigentlich vielleicht Entwicklung, ja, das kann sein. Ja.
Magst du? Nur ganz kurz dazu, ja, weil das ist diese von der ITSMF, diese Erhebung, und die haben eben gefragt, verfügen Sie in Ihrem Unternehmen über ein Configuration Management, beziehungsweise planen Sie es? Ja? Und da haben sie relativ große Unternehmen, also keine KMU, so große Unternehmen abgefragt, und das finde ich schon interessant, dass mehr als die Hälfte nicht einmal vorhat, Configuration Management einzuführen. Ja? Bei euch ist es jetzt gerade umgekehrt, ist aber natürlich auch nicht verwunderlich. Diejenigen, die schon ausführliche Dokumentation haben, müssen ja nicht zu dem Workshop kommen. Die können ja. Und dass so viele doch vorhaben, mal Configuration Management zu machen, ist ja auch nur natürlich. Ich laufe mich mal kurz ins Nackerrassel, aber was definiert ihr als Configuration Management? Ui, das haben wir überhaupt noch nicht erwähnt. Ja, also die Frage ist, was ist Configuration Management? Und das ist das Problem, wenn... Was drinnen ist in dem Thema. Ja. Also das ist im ITIL definiert die IT-Dokumentation genauso. Das ist der Prozess des Configuration Managements, wie in ITIL beschreibt. Ja, und da stecken eben ein paar Dinge drin. Ich schaue, vielleicht habe ich eine Folie dazu, dass ich ein bisschen vorspringe. Ja, da wäre der Prozess, Prozess des ITIL-konformen Configuration Managements schaut eben genauso aus. Also die sagen, es braucht eben einen Plan, wie möchte das alles machen, und die Ergebnisse müssen überwacht werden, und da dazwischen gibt es eben neue Objekte, und geänderte Objekte müssen identifiziert werden, die in der Configuration Management Database, deswegen auch dieser Korrelation vom Namen, müssen diese Objekte erstellt werden, das rapportieren, das ist irgendwie ein komisches Wort, das ist von einem schweizerischen Qualitätsmanager kommt das, die Schweizer berichten halt, ja. Also, und dann muss eben regelmäßig verifiziert werden, auditiert werden, ob das, was in der Dokumentation drinnen steht, auch dem aktuellen Stand entspricht, ja. Vielleicht noch kurz, die Dokumentation soll nicht den Ist-Zustand abbilden, sondern den Soll-Zustand. Ja, also und der Ist-Zustand hat sich an die Dokumentation zu richten. So. Schöne Theorie. Okay, da sind wir stehen geblieben. Ist die Frage geklärt? Und wenn so viele Menschen sagen, na, sie denken nicht einmal daran, dass sie dokumentieren wollen, strukturiert dokumentieren wollen, stellt sich die Frage, warum denn eigentlich nicht? Ja, es gibt ja anscheinend doch einen großen Wunsch danach, dass man seine Sachen in Ordnung hat und dass man auf die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zurückgreifen kann. Warum wird dann nicht dokumentiert? Und die Synetics, die halt viele Projekte schon gemacht hat und halt wirklich viel Erfahrung in dem Bereich hat eben, sagt, sie haben vier Hindernisse, die ihnen immer wieder erzählt werden, identifiziert. Und das eine ist halt, dass es Tagesgeschäft schiebt. Ja, das ist, glaube ich auch wirklich, also ist ja kaum eine IT-Abteilung oder Mitarbeiter, der sich langweilt. Ja. Also diese Geschichten, wo man noch die Ego-Shooter während der Arbeitszeit spielen haben können, das sind ja wirklich vorbei. Das Tagesgeschäft schiebt ja wirklich. Und auf der anderen Seite ist es halt so, es gibt ja diesen, ich glaube, Abraham Lincoln wird es zugeschrieben, der gesagt hat, wenn er 6 Tage Zeit hat, einen Baum zu fällen, dann verwendet er 4 Tage darauf, dass er die Axt schärft. Ja, und das ist Dokumentieren, ist halt schon sowas wie das die Axt schärfen. Also es gibt, kann man das überhaupt lesen, das Hellgrüne? Nein. Nicht, gell? Nein. Ja, also es steht da eben, dass es Untersuchungen gibt, dass durch gute IT-Dokumentation
20% Arbeitsersparnis gibt. Fragt mich nicht, woher diese Studien kommen, ich kenne diese Studie so auch nicht. Aber wir verorten sowieso also noch ein bisschen mehr Probleme wie nur die gelisteten, oder? Ja, aber es ist schon so, also ich betreue Firmen ja auch so im täglichen IT-Geschäft, so mit Netzwerkplanung und so, und es ist schon oft, dass irgendwo taucht ein Problem auf, mit dem keiner gerechnet hat, und es geht die Sucherei los, einfach weil wenn man die Zusammenhänge vergisst, ja, also in einem Netzwerk ab einer gewissen Größenordnung, das hat niemand mehr im Kopf, was genau wo, wie rennt und wie das zusammenspielt. Da macht man irgendwo eine DNS-Umstellung und ganz unerwartete Dinge passieren, weil irgendwas nicht mehr funktioniert, weil irgendein Zertifikat plötzlich der Name nicht mehr matcht oder irgendwelche, also Dinge in die Richtung. Und wenn man dann in Suchen anfangen muss, dann vergeht natürlich auch Zeit. Also dass das letztendlich ein Zeitersparnis ist, kann ich schon unterstreichen. Also das Beispiel mit dem Linken und Schärfen, das ist ganz klassisch, liegt ja eigentlich auf der Hand, aber man musste das wirklich immer bewusst machen, wenn man es anfängt. Der Initialisierungsaufwand von der Dokumentation ist relativ hoch. Das Tagesgeschäft knallt da voll dagegen. Aber man muss sich, und der Nutzen ist ja, also der Anfangsnutzen ist ja nicht spürbar, oder? Der kommt erst später. So, ja. Ja, unsere deutschen Kollegen haben es Ordnerpsychose genannt. Ich weiß nicht, was würdet ihr hier unter einer Ordnerpsychose vorstellen? Ich kann jetzt also schnell nichts darunter vorstellen, aber gemeint ist damit, dass viele sagen, die Dokumentation veraltet schneller, als es machen kann. Ja. Das ist halt so also oft angeführter Einwand, ja, dass die Dokumentation ständig veraltet ist. Und das stimmt ja auch, wenn ich Papierdokumentation mache. Ja. Also deswegen ist eben also die Befragungen, sagen Sie, da zeigen, dass weit über 80% der Teilnehmer die Arbeitserleichterung als wesentlichen Effekt der Dokumentation sehen. Ja. Also es ist sicher so, ja, es erleichtert die Arbeit, und wenn man das richtig verzahnt mit anderen Prozessen, dann hilft es nämlich auch noch dazu, die anderen Prozesse, die auch am Start haben muss, wenn ich die IT richtig managen will, die runterlaufen zu lassen. Und dann organisatorische Defizite werden oft genannt. Und das ist wirklich ein Problem, weil, so wie ich eingangs erwähnt habe, dass bei 2 von 3 Firmen nach 4 Jahren oder 5 Jahren die IT-Dokumentation brachgelegen ist, dann sind das organisatorische Defizite. Aber genau das ist der Grund, warum wir den Workshop heute machen, weil man was dagegen tun kann. Also es ist nicht, man ist da nicht hilflos ausgeliefert und man kann etwas tun, und es sind nicht so aufwendige oder so große Umorganisationen notwendig, um die IT am Laufen zu halten. Ja, ich glaube, da kannst du jetzt da gleich noch einmal. Ja, genau, und Sie haben so ein Marktdilemma. Da ist damit gemeint, dass man sagt, ja, ich habe nicht die richtigen Tools, um das zu machen. Und das stimmt wirklich nicht mehr. Also es gibt also inzwischen nicht mehr, ja. Und prinzipiell ist es zum Differenzieren. Es gibt so Tools schon relativ lang. Also IBM Tivoli heißt es, glaube ich. Tivoli und HP OpenView. Und auch ein IBM im Haus. Und das sind eigentlich auch relativ kostspielige Lösungen, wo eigentlich im KMU-Bereich eher schwer vorstellbar sind. Also das ist ein CTP-Tool, kein Dokumentationstool eigentlich. Ja. Der Hauptgrund fehlt eigentlich noch. Und zwar? Viele das als Jobsicherheit nehmen, weil wenn ich es nicht dokumentiert habe, bin ich unentbehrlich, wenn ich der Einzige bin. Ja, genau, das ist was man mir laut mitkommt. Das ist das, die nächste Folie? Nein. ja. Wo hast du die Folie mit der Strategy? Nein, also was man auf alle Fälle berücksichtigen muss, ist vielleicht, dass das Problem, wie gesagt, das ist ja nicht im Thema selber verankert. Der eine
der größten Probleme, und das ist das, was dann später ein bisschen kommt, ist die Firmenkultur. Das so eine Dokumentation einzuführen, ist eigentlich ein Change, das ist eine Managementgeschichte. Und das wird nur funktionieren, wenn da wirklich, also das ist eigentlich ein Dokumentationsworkshop, aber das Problem, wenn das nicht von der ganzen Firma, also das ist so ganz klassisch, heißt einfach, wenn man einen Change macht, dann muss der von der ganzen Firma getragen werden. Das sind also die Binsenweisheiten, die jeder sagt, ja, ist ganz klar, liegt auf der Hand, offensichtlich, aber es macht ihn einfach keiner. In der Realität, wie du sagst, wie du das ansprichst, ja, da sind dann halt diese kleinen Grabenkämpfe und jeder will seine Macht sichern und so weiter. Das ist halt die Realität. Und darum ist es meines Erachtens wichtig, natürlich habe ich wieder die Brille aus der wirtschaftlichen Sicht auf, aber da muss wirklich ein gescheites Change Management dahinter, je nach Größe. Oder? Wir reden jetzt nicht, wenn einer so anfängt, ja, ein bisschen dokumentieren die Struktur und so weiter. Dann muss das die Geschäftsführung mittragen und damit das, man wirklich Prozesse eingeführt werden, man muss Verantwortung schaffen, das muss Leute geben, die dafür verantwortlich sind und das muss durch die ganze Kette, durch die ganze Firma muss es einfach organisiert sein. Und zwar, es ist ja denn nicht nur das Tool zu füllen, sondern es auch wirklich zu tun. Oder? Die Umsetzung, an der scheitert es dann. Das ist eigentlich die Folie. Wir haben da ein bisschen in dem Fall vorgegriffen, zurückgegriffen. Sind the requirements are a little bit unclear, we took a more generic approach. Die Folie gehört eigentlich noch dazu, was ich vorher erklärt habe. Ihr müsst wissen, was ihr tut, wenn ihr anfangt. Weil einfach einmal sagen, okay, was brauche ich wirklich, was will ich aus dem Tool rausholen? Wenn ich das nicht weiß, dann muss ich gar nicht anfangen. Wenn ich das Tool installiert habe und hinsitze, dann muss ich irgendwo stehen, und das ist dann dieser KMP, was erfasse ich, wer erfasst es und so weiter. Also das darf nicht mehr generisch sein. Da muss ganz klar, muss da definiert sein, bis wohin erfasse ich das. Erfasse ich bei den Rechnern wirklich jede Software? Das ist dann oft der Fall, wenn man JDisk oder so Discovery Tool verwendet. Da kommt eine Flut an Daten daher, wo jeder Prozess, jede kleine Software, jedes Update, das installiert wurde, mitgeführt wird, was eigentlich im überwiegenden Fall nicht zielführend ist, und da muss man sich halt dann gleich klar werden, ich erfasse nur die Software, die lizenziert ist, die wichtigen Sachen und so weiter. Es muss irgendwo festgeschrieben sein, was mache ich, dass wenn ich beginne, es zu tun, genau weiß, was zu tun ist. Eben gesagt, also das muss ein Plan existieren, dieser KMP. Das ist zu wenig. Gut. Bin ich sicher oder bist das du? Das ist der KMP, das bist du. Bin ich. Ja. Tadellos. Okay. Also, ich glaube, jetzt sind wir beim dem Teil angelangt, aus dem Sie den meisten Benefit für euer eigenes IT-Dokumentationsprojekt ziehen könnt. Und zwar hat die Synetics die bieten dieses Tool natürlich an, das iDoIt, und seit langem machen die auch dieses initiale Setup als Workshop. Das wird als Starterpaket verkauft. Und in diesem Starterpaket inkludiert ist auch etwas, das nennt sich der KMP. Und das steht eben ganz wie Deutsch, Konfigurationsmanagementplan. Also wir würden es mit C schreiben, der Configuration Management Plan, oder? Und gemeint ist damit eine Policy, ein Dokument, in dem festgeschrieben wird, wer was macht was, was soll eigentlich gemacht werden und wie soll das gemacht werden. Also, und, wer, wie, was, diese Fragen werden eben in diesem Dokument festgeschrieben. Das ist gedacht, dass das als ein Steuerungsgremium in der Firma oder in der Organisation halt zum Leben gerufen wird, und die sollen dieses Dokument entwerfen. Da soll da innen stehen, wer wie was gemacht wird. Ja, Ziel ist es eben,
zu sagen, welche Services und Assets sollen überhaupt aufgenommen werden, sicherstellen, dass die Dokumentation, die Integrität der Dokumentation und die Beziehungen der Services zu den, also CIs steht für Configuration Items. Das sind Software, die Rechner, Raum, das sind die Configuration Items und die unterstützen diese IT-Services, E-Mail, ERP-System an sich. Und Ziel und Zweck des Konfigurationsmanagements ist es eben, die Daten bereitzustellen und nutzbar zu machen. Also man sieht da schön die Analogien zu was? Liegt auf der Hand, oder? Was jetzt nicht, was meinst du? Traut sich keine Antworten wieder. IT, ja gut, Stichwort. Nein, das ist Projektmanagement, klassisch, oder? Einteilung, wer macht was, wann, so die Planung. Also. Okay. Jetzt habe ich noch einmal, ich habe zuerst schon vorblättert einmal zu dieser Folie, das ist eben dieser, bei ITIL nennt es der Second-Prozess, der so Service Asset, Service Asset und Configuration Management. Also das ist in dem, so schaut dieser Prozess eben aus, über den ich vorhin schon gesprochen habe. Und dieser KMP, ich kann das vielleicht einmal kurz herzeigen, auch wie das ausschaut. Wir haben da nämlich auch ein Dokument. Ja, sagen wir mal, was ist denn dann? Was ist das? Und habe ich den sogar noch offen? Das ist eben dieser I do it Configuration Management Plan und das ist es wirkt jetzt so banal, ja? Aber es steckt da so viel Arbeit drin und es sind halt, was nicht, das sind 11 Seiten, in denen beschrieben wird, genau, also Fähigkeiten wert, welche Rollen sind zu besetzen, welche Person füllt welche Rolle aus, was wird überhaupt erfasst, in welcher Tiefe, gibt es Pflichtfelder und wie wird das am Leben gehalten, wie regelmäßig trifft man sich und so weiter. Und das Angebot wäre, wenn ihr Interesse habt an diesem Dokument, kurzes E-Mail an uns und wir würden dieses Template euch zur Verfügung stellen. Also wer will, einfach an E-Mail an uns und wir schicken euch das. Aber, also, wir haben nicht einmal Kreien oder Stifte da herinnen, haben wir festgestellt. Das ist www.panic.at. Sprichst du das rein? Also entweder auf unserer Website, wir haben panic.at, werdet weitergeleitet auf don't.panic.at oder einfach eine E-Mail an, ich glaube, hello@panic.at kriegen wir beide und wir antworten mit PDF, mit PDF-Attachment vom KMP, wenn das interessiert. Die Synetics verwendet das halt bei den Kickoff-Workshops als Template, das dann befüllt wird. Was ist das KMP? Ist eben Betriebsdokumentation zum Dokumentationssystem, dass jeder nachschlagen kann, was wird dokumentiert, wer ist zuständig und so weiter. Also das wieder eben dieses Wer, Wie, Was. Und also der erste Punkt ist eben die Rollenverteilung, also da wird das Wer geklärt. Da gibt es eben diese Steuerungsgruppe. Haben wir da nicht eine schönere? Okay, ich glaube, da kommt. Ah, doch.
Ich habe mir gedacht, da sind noch farbige Kasteln dabei. Also das Erste, da wäre die Steuerungsgruppe, nennt es die Synetics. Gemeint ist damit ein Team, das sie findet und die Projektgruppe im Prinzip. Diejenigen, die diesen KMP entwerfen, die festlegen, was soll bei uns dokumentiert werden und eben diesen KMP, dieses Template mit organisationsspezifischen Inhalten befüllen. Ja. Für die ist es auch die Aufgabe zu prüfen, werden die Prozesse, so wie es festgeschrieben sind, eingehalten. Die sind für die Festlegung der Prozesse verantwortlich, die sagen, über welchen Umfang und in welcher Tiefe es dokumentiert werden sollen. Dann gibt es den Sponsor und das ist halt klassisch die Geschäftsleitung oder diejenigen, die halt ein Budget für ein Projekt zur Verfügung stellen können. Der Sponsor, das ist meistens eine Person und der sollte die Sitzungsleitung bei den Treffen der Steuerungsgruppe übernehmen. Also nach meinen Erfahrungen ist das illusorisch. Also bei unseren Kunden sind das meistens die Geschäftsführer, die Sponsoren sind. Und wenn man die dazu kriegt, dass sie 15 Minuten reinsetzen, so ein Meeting, und dann ist es eh schon gut. Ja. Und dann sagt er, ja, ich bin dafür, dass wir es machen, und bitte macht es das. Aber dass die jetzt der Sitzungsleitung übernehmen, das halte für eine zu hohe Anforderung, das interessiert die nicht wirklich. Aber sie müssen halt die Ressourcen zur Verfügung stellen und das heißt nicht nur, dass man Geld für die Tools in die Hand nehmen muss, sondern sie müssen auch die Zeit zur Verfügung stellen. Ja, weil es ist schon so, dass es gerade am Anfang ist mit einer IT-Dokumentation, mit einer strukturierten IT-Dokumentation doch erheblicher Aufwand verbunden und das kann man nicht nebenher machen. Also da muss man wirklich Zeit dafür zur Verfügung gestellt kriegen und der Sponsor ist dafür verantwortlich, dass an der Rücken dann frei gehalten wird den handelnden Personen. Und dann sind wir uns der Verantwortliche. Was denn sagt jemandem das RACI-Modul-Konzept was, wenn man bei Prozessen? RACI, das ist so, okay, ich klar. da geht es eben darum, wer ist responsible. Das sind eigentlich viele können die Zuständigen sein. Ja? Aber wer das A steht für accountable, das heißt, wer ist der Verantwortliche im Sinne, wer steht gerade dafür? Und da kann es eigentlich immer nur einen geben. Und dann gibt es noch so, wer muss informiert werden und wer muss consulted, also das C und das I wäre das. Und gemeint ist eben, also wer wird beratend irgendwie hinzugezogen und wer braucht Informationen, wenn sie zum Beispiel was geändert hat. Wäre meiner Meinung nach ein sehr schönes Modell, das man da vielleicht drüber legen könnte, wenn man sie sowas macht in einer Form von einer Matrix, dann sagt, welche handelnden Personen erfüllen welchen Zweck oder wer muss informiert werden, wer muss befragt werden. Und der Verantwortliche für diesen Prozess der IT-Dokumentation, der ist auch dafür verantwortlich, dass er zum Beispiel ein Tool zur Verfügung stellt, dass er die rechte Vergabe macht, dass die Anwender die Dokumentation oder die abrufen wollen oder neue Items einpflegen wollen oder müssen, dass die sich anmelden können, dass sie den richtigen Informationen Zugang haben, dass möglichst nicht mehr sehen, als unbedingt notwendig ist, weil, aus Gründen und der vielleicht auch sagt, also wann wird so den Lifecycle von einem Objekt, das heißt, wann wird es aufgenommen in die Configuration Management Database, wann wird es in Betrieb genommen, wann wird es wieder außer Betrieb genommen, wann wird es archiviert und wann wird das Configuration Item vielleicht dann wieder rausgelöscht.
die macht vielleicht so Vorlagen, also ein guter Ansatz ist, dass man, wenn man sagt, man hat eh lauter gleiche Rechner, die halt irgendwie im Go eingekauft werden, dass man sich eine Vorlage macht, wo schon drinnen steht, weiß nicht, wie viel RAM hat der und mit welchem Harddisk ist er ausgestattet, wie schaut der Arbeitsplatz aus, und dann nur die Seriennummer ändert beim Anlegen, dass alles schon vorangelegt ist und man ändert zum Beispiel nur mehr Seriennummer. Wär denkbar. Ja. Genau, und macht halt nachher, wenn die Steuerungsgruppe treffen, macht halt, wo Dinge beschlossen worden sind, dass halt die Vor- und die Nachbereitung für diese Steuerungsgruppentreffen macht. Und das Team sind halt alle, die Informationen in die Dokumentation einpflegen müssen und die dann auch wieder Informationen ausziehen wollen. Ja, da ist auch jetzt wieder Vorbereitung der Steuerungsgruppentreffen. Also ist der Hauptding ist jedenfalls die Sicherstellung der Datenaktualität. Das ist die wichtigste Aufgabe. Ich bin jetzt eine Stunde frontal. Sollen wir eine kurze Pause machen? Stunde frontal. Wie viel Rauch haben wir übrigens drin? Keine. Glaube ich auch gar nicht. Cool. Sollen wir trotzdem eine Pause machen, eine kurze? Okay. Ja. So. Machen wir 10 Minuten, Viertel nach. Dann machen wir. Hoffentlich kommen alle wieder. Guter Moment, ich glaube,
der nächste Punkt ist eben das Wie. Ja. Wie wird die erste Erfassung ist damit jetzt gemeint, nicht wie die erste Erhebung, sondern wenn ein neues Configuration Item in die Organisation kommt, wie erfahrt die wir haben es ja vorher genannt, der Verantwortliche oder wie erfahrt das Team davon oder wie erfahrt die Configuration Management Database, also das Tool davon, dass da jetzt ein neues Configuration Item gibt. Und wie erfahrt es von Änderungen und wie erfahrt es über die Inbetriebnahme, dass da jetzt ein neuer Server in Betrieb gegangen ist. Und jetzt habe ich nur beispielhaft, das ist so oder nein, das muss ich das vielleicht mal starten. Es gibt ein Modul bei dem iDoIt dazu, das nennt sich das RFC-Modul, das steht für Request for Change. Und das ist auf Kundenwunsch hin entwickelt worden. Das wird jetzt da von uns weiter gepflegt für Synetics und das kann Change-Prozesse abbilden. Und das ist so der klassische Change-Prozess, wie er in IT auch vorgeschrieben ist. Und also die gehen davon aus, es gibt irgendjemanden, der einen Request for Change irgendwo einkippt, egal ob das jetzt ein Papierdokument ist oder eben ein elektronisches Tool. Dann gibt es einen Change Manager, der analysiert und klassifiziert den Änderungsantrag und entscheidet dann, kann ich das alleine entscheiden oder dann gibt es eben diese Rolle des Change Advisory Boards oder muss eben das Change Advisory Board entscheiden, ob dieser Change durchgeführt wird. Jedenfalls kommt es dann nach der Entscheidung eben entweder zum Abbruch und sagt, macht man nicht, oder es gibt eben so Erstellung und Zuteilung von Einzeltasks. Also da kann man eben dann beliebig viele Einzelaufgaben verteilen und das wird dann in diesem iDoIt wird das als Tasks hinterlegt. Und somit kann ich sagen, okay, was ist der Elterntask? Und wenn der Elterntask erfüllt ist, dann können die Kindtasks starten. Ja, dann kriegen die Personen, die hinterlegt sind, der E-Mail und so, da hast du einen neuen Auftrag und die können das dann annehmen oder ablehnen und irgendwann dann am Ende kriegt derjenige, der den Change Request aufgenommen hat, der E-Mail, dass sein Change Request jetzt abgeschlossen ist. Und das hat eben den Vorteil, dass alle Änderungen, die ich gemacht habe, das sind automatisch in dem Fall halt in iDoIt hinterlegt. Das kann ich euch nachher noch herzeigen, wenn ihr das wollt, aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel hin und her geschaltet, wenn wir das sofort machen. Ja. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Ja. Es gibt dann eben andere Ansätze, wo man zum Beispiel sagt, die Lieferanten von neuer Hardware, die werden gezwungen, dass CSV-Files mitliefern und in dem Tool, in dem ich dokumentiere, importiere ich immer die CSV-Files, wo die Spezifikationen von der neuen Hardware drinnen stehen. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja. Dann wäre das halt automatisch angelegt und dann kann ich noch mit einem Discovery-Tool vielleicht das neue Gerät abscannen und die anderen Attribute, die erkannt worden sind, so automatisch einpflegen oder eine andere Möglichkeit wäre vielleicht noch in einem ERP-System, ja, dass man das direkt beim Einkauf andockt, dass da im Fall aus einem ERP-Modul irgendwie eine Schnittstelle aufgerufen wird und die neue Hardware direkt eingepflegt wird oder Lizenzen reinkommen. Solche Dinge sind da denkbar. Was denn, hat vielleicht von euch noch jemand die Idee, wie ihr es bei euch gehandhabt habt? Wie kriegt ihr von Änderungen mit? Okay. Also genau das, was wir zuerst gesehen haben. Okay. Also nichts auf automatisierter ans ERP-System angedockt oder so. Für gewisse Teile der Organisation sicher. Okay. Aber ich habe jetzt mal konkret von meinem. Ja, okay. Leider. Leider noch nicht. So in dem Fall. Okay. Bitte?
Ja, und dann muss eben entschieden werden, was will ich denn dokumentieren. Ja. Also, oder der Anfang war eigentlich, also vorne die, also alles ist eigentlich Veränderung. Ja. Nur die Neuanschaffung ist vielleicht ein bisschen eine spezielle Veränderung. Und dann ist das ist also dieses Change Management, das muss auf alle Fälle mit eingebunden werden in den Dokumentationsprozess. Weil sonst hat man halt spätestens am Tag, nachdem man die Erstpflege gemacht hat, veraltete Daten drinnen. Und das ist ein Hauptgrund, warum IT-Dokumentation scheitert, ist, wenn die Mitarbeiter nachher das Tool aufrufen und irgendeine Information suchen, irgendeine Information finden und dann in der Realität feststellen, dass die Information leider falsch war. Ja. Das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, ja, weil dann macht er es vielleicht nur ein zweites Mal, aber ein drittes Mal schaut er dann nicht mehr nach, sondern schaut sich gleich die Konfigurationsdatei auf dem Server an oder schaut im DNS oder irgendwas, aber sucht sie die Information halt anderswo. Deswegen ist halt das so wichtig, dass das auch wirklich immer auf dem aktuellen Stand bleibt. Und bei jeder Organisation wird es vielleicht anders ablaufen. Bei manchen wird es auf Zuruf funktionieren, andere haben eben stringente Prozesse. Aber irgendwas muss jeder in aufsetzen, weil sonst funktioniert es nicht. Und dann ist halt die Frage, was wird dokumentiert? Und da geht es eben vor allem um die Bereiche, ja, wo ich sage, möchte passive Komponenten überhaupt erfassen? Ja, möchte die Patchdosen in den Räumen, möchte die erfassen, möchte wissen, was wohin gepatcht worden ist? Ich finde es immer überraschend, wie viele Leute eigentlich zum Beispiel Verkabelung dokumentieren. Also für mich hat es eigentlich nie was Uninteressanteres gegeben, aber was nicht, hätte vielleicht jemand Interesse daran, Verkabelung zu dokumentieren? In Rechenzentrum definitiv. Okay. Nee, Management ist es wichtig. Gibt. Schon, okay. Es ist einfach notwendig, wenn du entsprechend viele Stellen hast, musst du wissen, was das gibt. Wenn das geschützte VLAN plötzlich an den Internetport hängt, dann wäre jemand sehr unglücklich. Das stimmt, ja, das stimmt natürlich. Ja. Und ganz viele glücklich wahrscheinlich. Ja. Ja. Alle, wo reinkommen. Ja. Also nicht nur in der Kabelung eine Sache, aber die Kommunikation der Ports. Also, ob dir denn die Patchdose an welchen Port sie hängt und in welchen Ports das Ganze hängt. Kannst du das ein bisschen wiederholen? Ja, also Bemerkung war jetzt gerade, dass eben wichtig ist, welches Kabel an welchem Port und damit an welchem WLAN hängt, weil das halt auch mit Zugriff zu tun hat, ne? mit Berechtigungen und. Und Stromkreise. Es darf nicht zum Beispiel, dass zwei Switches an demselben Stromkreis hängen, wenn sie gestackt sind. Super, ja. Ja, stimmt. Also, eben wichtiger auch Stromkreise, wenn ich einen redundanten Switch habe, dann dürfen die nicht auf demselben Stromkreis hängen. Damit, wenn der Strom ausfällt, dass wenigstens der zweite Switch noch rennt, oder? Der Hintergrund. Ja, stimmt. Es gibt brutal viel und also eine Riesenmenge und unterschiedlichste Gründe, was man dokumentieren will. Ja. Zum Beispiel möchte ich einen Arbeitsplatz dokumentieren. Bin ich interessiert daran, dass ich möchte wissen, welchen Laptop ich jemanden ausgeben habe, welcher Person. Ja, eigentlich schon, oder? Bei einem Thin-Client wahrscheinlich eher nicht. Ja. Und die Maus und Monitor würde mich jetzt da überhaupt nicht interessieren, aber vielleicht gibt es eben, man kann ja die Inventarnummern hinterlegen. Ja. Ist im IT auch nicht Asset Management ein Thema? Ist natürlich, ja, aber die Frage ist. Bei Thin-Clients genauso Assets, die ich zu verwalten habe. Ja, ja, aber. Ja, okay. Also in ITIL ist wahrscheinlich sogar vorgeschrieben, dass auch die Thin-Clients gemanagt werden, weil sie eben Assets sind. Ja. Wenn ich nicht ITIL einführen will, sondern aus praktikablen Gründen IT-Dokumentation haben will, vielleicht nicht. Also mag für jeden anders sein, jeder mag sich diese Frage anders beantworten, aber bevor man mit der Dokumentation beginnt, ist eben wichtig, dass man sich überlegt, was soll dokumentiert werden und in welcher Tiefe.
Ja, das geht nachher bei den Rechnern weiter, wenn ich möchte zum Beispiel die in lokalen Storage dokumentiert haben, möchte die RAM-Ausstattung dokumentiert haben von Servern, ja wahrscheinlich, ja, möchte wissen, in welchen Volume Groups welche physische Harddisk zusammengefasst ist. Ja, kann sein, Seriennummern von Harddisk. Das Problem ist, dass die meisten Projekte starten viel zu ambitioniert. Also wenn man es fragt, wenn man bei neuen Kunden jetzt nun was soll man alles dokumentieren, ist fast der D-Norm alles, ja. Und das kann es nicht sein. Also erstens einmal, jetzt wenn man wieder von ITIL runterbricht, ITIL sagt sowieso nur dokumentieren, was irgendwelche IT-Services unterstützt. Ja. Damit würde aber zum Beispiel schon keine freien Ports auf einen Switch dokumentieren, weil der ja kein Service unterstützt. Oder? Dann verstehe ich das vielleicht falsch. Ja. Wenn das Webserver nicht erreichbar ist, dann wird der Service nicht angeboten. Nein, ist schon klar, weil dann würde ich nur Ports dokumentieren, die auch in Verwendung sind auf dem Switch. Und wenn ein Port nicht in Verwendung ist, dann hätte ich den nicht dokumentiert. Das dokumentiert, dass der Port nicht verwendet wird. Also es sollte eher dokumentiert sein, dass der Port abgeschaltet ist, in einem State-Down-Zustand. Okay. Und wenn es das nicht getan hat, sollte er im Monitoring auf einmal sofort aufzeigen, wenn jemand sich an den Port ansteckt. Das heißt, eine Änderung der Code. Ja, also die ist, dass dokumentiert wird, welcher Port nicht belegt ist und das Monitoring anschlägt, wenn auf so ein Port jemand ansteckt. Das ist halt sehr ambitioniert, glaube ich. Also ich glaube, dass meine Kunden wären zum Großteil mit so einer Anforderung würden wahrscheinlich scheitern. Ja. Wenn es ist ja so. Das ist ja Wege zur guten IT-Dokumentation. Wir haben eigentlich eher erwartet, Leute, die Probleme damit haben, da sitzen ja einfach die Chineserinnen. Ja, es ist bunt gemischt, ja. Ich finde es super, ja. Man kann es auch nicht generell beantworten. Es kann nur jeder für sich beantworten. Wenn man es sinnvoll nutzt und wenn man die Organisation dahinter hat, dass man das aktuell haltet, ist es toll, ja, gibt's eh nichts. Ja. Aber es gibt halt, also ich habe zum Beispiel also sehr viele so Städte halt als Kunden, wo halt die IT-Abteilung 3-4 Leute sind maximal und die, also kann ich mir nicht vorstellen, dass die mit dem zur Hand kommen würden. Ja. Also bei denen ist halt eher so, der Ratschlag, klein beginnen, schauen, dass die Prozesse rund laufen, ja, dass das Change-Management, dass der Informationsfluss passt, dass das aktuell gehalten wird. Und wenn das rund läuft, dann größer werden. Ja. Also Sie haben sicherlich recht, dass wenn man mit Dokumentation beginnt, dass man sich da sehr schnell übernehmen kann. Ja. Aber ich möchte sehr wohl widersprechen, dass eine kleine Organisation mit 3-4 Leuten prinzipiell überfordert ist, damit solche Sachen zu dokumentieren. Im Gegenteil, wenn das sauber dokumentiert wird, kann das Team kleiner sein und besser arbeiten, weil die einzelnen Leute über die Dokumentation Wissen besser austauschen und dadurch der Overhead, dass einzelne Leute erst andere fragen müssen, wie geht das jetzt überhaupt, beziehungsweise überhaupt für sich selbst erarbeiten müssen, wie sie an jetzt gewisse Informationen kommen, weil die jetzt was aufgesetzt ist, dieser Schritt kann fallen. Und gerade in Switches sind ein wunderbares Beispiel, wenn der jetzt verkabelt ist, ich stehe vor einem Switch, der braucht jetzt Ports alle belegt, mir jetzt herauszusuchen, welcher Server mit welchem Kabel, mit welchem Switch verbunden ist, kann die Hölle sein, wenn ich das stimmt, aber kontrolliert habe. Alles kein Thema, da kann man klack, klack, fertig. LLDP. Entschuldigung, wie war? Oder LLDP, die Link Discovery Protocol. Okay. Das hilft auch bei Dokumentation speziell. Wenn jetzt sich ein Host anmeldet über LLDP, kann es eine automatische Dokumentationsaktion triggern. Habe ich nicht implementiert, ich sage nur, wäre so eine wunderschöne Sache. Das wäre meine nächste Anmerkung gewesen, automatisieren. Es gibt keinen Grund, warum man viele von den Dingen, die Sie aufgezählt haben, warum man
die händisch dokumentieren soll, zum Beispiel Volume Groups und so weiter, das lässt sich wunderbar automatisiert auslesen und zentral arbeiten. Ja, ja. Also iDoIt hat eine Schnittstelle, die sehr gut gepflegt wird zu JDisk. Ist JDisk ein Begriff? Ja, das ist eben so ein Discovery, das genau das macht. Also da kann man eben SSH-Keys hinterlegen für die Unix-Hosts, man kann Kennwörter für die Windows-Domäne hinterlegen, für VMware-Hosts, was man halt so alles hat. Und das Lint kann genau das eben auslesen und dann synchronisieren. Also das kann ich auch triggern aus der Dokumentation heraus, kann ich sagen, und jetzt synchronisieren wir neu. Und so praktisch ein tägliches aktuell halten. Ja. Also ganz kurz dazu noch die Bemerkung. Du hast vollkommen recht. Das Problem an der Geschichte ist nur, dass der Nutzen erst dann kommt, wenn man die Initialisierungsarbeit wirklich sauber gemacht hat. Ja. Und dann merken alle Leute, boah, das ist eigentlich echt, das haut rein, das taugt den Leuten. Dann machen sie das weiter. Ja. Aber davor haben sie nur die Arbeit und man muss dafür sorgen, dass denen die Arbeit, das einzupflegen, nicht vergeht, bevor sie den Nutzen spüren. Und darum ist eigentlich, wenn man anfängt, also anfangen klein. Also wir müssen die Leute nicht verbrennen. Ja. Na, super, danke. Ja. Aber ist gut, das motiviert, was machbar ist, weil das ist ja wirklich dann Hammer, um das Wort geil nicht zu sagen. Genau. Aber dazu gibt es halt noch die, ist das ein Kommentar? Ja, weil es gibt Beziehungen, die lassen sich gut automatisiert scannen, eben so Volume Groups zum Beispiel, aber ich glaube, dass also speziell welche Person ist für was zuständig und solche Dinge, die müssen halt dann händisch gepflegt werden, aber eben auch wichtig Beziehungen pflegen. Und eben die technischen, administrativen, so manuell gepflegte Beziehungen. So, jetzt irgendwas fehlt mir jetzt. Irgendwas wollte ich noch sagen. Vielleicht fällt es mir nachher ein. Ah ja, genau, was mit den passiven Komponenten ist und also ich denke jetzt zum Beispiel so Batch-Dosen oder Batch-Felder lassen sie nicht automatisiert erfassen, oder? Was ist da euer Ansatz? Halt machen. Die Leute, die Steckdosen einrichten, müssen da fertige Dokumentation auch machen. Okay. Bei uns ist das der Fall. Ja. Okay. Vollkommen richtig, nein, ja. Nur ich kenne Firmen, die nicht einmal Leitungsprotokolle liefern oder sich sinnvolle Bezeichnungen für die Patchdosen oder auch wenn das Ding vorgibt, ist das Gebäude von unten bis nach oben von 1 bis einige hundert durchnummeriert. Ja. Also wenn's neu gemacht wird, sieht das auch so, dann kann man ohne weiteres mit CSV-Import zum Beispiel könnte man ja da arbeiten. Ja. Das wäre was. Zumindest mein Unternehmen, die bauen ein ganzes Stockwerk um, bevor sie es übernehmen. Die übernehmen keine fertige Installation. Okay. Schön aus dem Vollen zu schöpfen. Sicherheitsprogramm. Ja. Keine Kritik. Das ist wirklich schön, wenn man kann. Das ist schön. Entsprechend schwer wird es dann, neue Räumlichkeiten zu kriegen. Ja. Ja, und also die nächste Frage, die man sich eben vor dem Start der Dokumentation überlegen muss, ist eben, welche organisatorischen, technischen Maßnahmen müssen eingerichtet werden, müssen verzahnt werden. Gemeint ist damit, es ist okay aus unserer Sicht, wenn man Daten redundant hält. Es ist nicht okay, wenn man Daten redundant pflegt. Also wenn ich zum Beispiel ein Monitoring-System am Start habe, dann muss das aus der IT-Dokumentation zum Beispiel gepflegt werden.
Das, oder von mir ist auch umgekehrt, ist immer die Frage, was ist das führende System? Aber es kann es nicht sein, dass man an zwei Orten jetzt immer wieder die IP-Adressen und die Hosts und die Services und so weiter pflegen muss. Hier hat man dann noch ein Ticketing-System, ist auch so ein Klassiker, ja, dass man das Ticketing, die Informationen im Ticketsystem auch wieder im Rückflüsse hat in die IT-Dokumentation oder umgekehrt, dass der Service-Desk, die Help-Desk, wie man das bezeichnet, aus ihrem System heraus auf die IT-Dokumentation wieder zugreifen kann. Ist Change Management klar, also haben wir schon gesagt, die muss auch in irgendeiner Form verzahnt werden, damit die Änderungen sichtbar werden. Ich habe es am Vormittag schon mal kurz gesagt, das ist eher eine Idee von mir, kann man darüber diskutieren. Ich könnte aus dem IT-Dokumentation heraus mit Konfigurationsmanagement-Tools wie Ansible fixfertige Rechner konfigurieren. Ich könnte mal konfigurieren, wie viel RAM ich habe, wie die Harddisk ausschauen soll. Ich könnte mal die User, die verbunden sind, konfigurieren. Und wenn ich sage, und jetzt in Betrieb nehmen, könnte man da einen virtuellen Host machen, der genauso ausschaut als IT. Und letztendlich muss man sich halt fragen, also wie viel ITIL steckt eigentlich schon in der Organisation drinnen? Ganz am Anfang hat jemand gesagt, wahrscheinlich haben eh alle irgendwie ITIL-Prozesse am Laufen und sie wissen es nur nicht. Und das stimmt mit Sicherheit. Ja. Also vielleicht kannst du dann noch was dazu sagen über die Befragung, über die Reifegrad. Ja, ich habe ja geschaut, das ist erschreckend viel. Also ich mache gerade so eine Befragung. Warte. Also. Das ist nur ein kurzer Einwurf. Also ich habe Befragungen im Laufen bei den Vorarlberger Gemeinden, wie die sind einzuschätzen. Ich habe jetzt gerade da vorher ein bisschen reingeschmökert. Ich glaube, das waren 93% haben IT. Also vielleicht einen Schritt zurück, das ist eigentlich ein Fragebogen, den habe ich 1:1 kopiert von einer Reifegradmessung, was ja eigentlich dann drauf schaut, wie sind die Prozesse gestellt in den Unternehmen. Und wie gesagt, ich habe vorher geschaut, bei den Vorarlberger Gemeinden, die eigentlich per se keiner IT im Einsatz hat, sind doch beim Configuration Management, haben 93% einmal schon eine CMDB in irgendeiner Form. Also CMDB heißt ja nicht unbedingt Datenbank, das kann ja genauso Excel-Liste sein, wird dann halt schwer zum Pflegen und so weiter. Aber da stecken schon sehr viele ITIL-Prozesse drinnen. Also wie gesagt, wer war es jetzt? Ich glaube, es warst eh du. Das kann man voll unterschreiben. Und zurück auf der Studie vielleicht, was noch interessant ist, die hat natürlich ein paar Hypothesen aufgestellt und die hat gesagt, dass zum Beispiel die IT-Branche dort wesentlich besser gestellt ist wie alle anderen Branchen. Und diese Hypothese hat sich nicht bestätigt. Also da kann man sagen, dass das Eigenhandwerk schon ein bisschen Not leidet. Also sie sind natürlich schon besser, aber nicht in diesem Ausmaß, wie vermutet wurde. Ja. Okay. Also welche IT-Prozesse sind besonders gut und welche leiden besonders stark? Ich müsste jetzt gerade reinschauen. Also die Umfrage... Die Umfrage hat, im KMU-Segment ist es so, dass ITIL eigentlich einen schlechten Ruf hat, also hohe Widerstände bei den Leuten im operativen Bereich erzeugt. Wenn man stupid verfolgt. Ja, ganz klar. Aber das ist dann für viele so ein Schreckgespenst, weil das Ganze, also es gibt ja auch sehr viele Konzepte, die versuchen, ITIL auf KMU runterzubrechen, ja, weil das einfach zu viel ist. Weil die KMU haben diese klassischen Probleme, Ressourcenmangel, also die können jetzt aus dem Vollen schöpfen. Zeigst du auf? Ja, ich wollte nur fragen, für die ist dann dieses FITASM einfach entstanden, oder? Ja, eben, da gibt es viele, viele so Konzepte, ja, wo das versuchen. Es gibt auch dieses ITIL-Lite, der Frei heißt der, glaube ich, hat das... Wobei das eher eine Beschreibung ist, wie KMU das ITIL einsetzen sollten. Ja, also wie gesagt, da gibt es mehrere Konzepte.
So, ich war dran. Ich wollte nur fragen, welche Prozesse besonders schlecht oder besonders stiefmütterlich behandelt werden und welche ihr eh schon im Unternehmen im Einsatz sind. Also eher die klassischen, das sind die, was aus der Notlage entstehen. Also das Problem Management, Incident Management eigentlich überwiegend, das heißt, man reagiert auf die Probleme. Und das ist ja das Witzige, wenn man das nicht so koordiniert, dann sind die Prozesse oft besser, weil man sich beim Incident Management vor allem gleich auf Zuruf sich um die Probleme kümmert und das nicht prozessmäßig in einer Schleife landet und dann nach Prioritäten abgearbeitet wird. Aber das funktioniert dann auch nur in kleineren Strukturen. Also da gibt es schon, wie gesagt, es gibt welche, wo dann bei den KMUs per se fast besser funktionieren, wie wenn das wirklich starr, stupide vor allem, nach ITIL abgearbeitet wird. Okay, ist das die Antwort auf deine Frage? Ja. Größeren Organisationen, aber dadurch, das verteilt sich dann im Normalfall ein bisschen auf mehr Personen, aber der Overhead ist trotzdem da. Es funktioniert nur in einer großen Organisation immer, wenn man den Overhead sich nicht leistet. Ja. Dann bleiben irgendwelche Sachen liegen, während im KMU, gerade wenn es jetzt, sagen wir, 10 Leute sind oder so, da behaltet man das irgendwie im Blick, wenn die Organisation größer wird, werden Dinge einfach untergehen. Ja, ja. Aber ich habe das noch im Kopf, das war eben der Professor Schmidtmann hat diese Studie ursprünglich, diese Reifegradmessung gemacht in deutschen KMUs. Und das ist also über Heise Verlag ist das promotet worden und haben recht viele Teilnehmer hat es da eigentlich gegeben. Also der hätte dann schon eigentlich quantitative Ergebnisse daraus liefern können. Hat Reifegradmessung gemacht. Und aber was besonders im Argen gelegen ist, laut dem waren so Dinge wie Service Management, ja, also Service Portfolio Management. Also die IT-Abteilungen wissen anscheinend nicht, oder zumindest haben sie es nicht in einem dokumentierten Prozess, wie welche Services also überhaupt nach außen hin angeboten werden. Also die Serviceorientierung, nach denen sich IT-Abteilungen eigentlich aufstellen sollten, laut ITIL, damit das rund funktioniert, das ist noch nicht, also mal im KMU-Bereich nicht in den Köpfen angekommen bei den IT-Abteilungen. Ja. Okay. Jetzt mal ganz schauen, was haben wir da? Möchte doch noch eins drücken mehr, weil was wir immer wieder sehen, ist, dass es Sinn macht, die Ziele zu definieren. Ja? Dass man irgendwo schriftlicher festhaltet, was will ich denn mit diesem ganzen IT-Dokumentationsprojekt eigentlich erreichen. Hat einerseits halt den Zweck, dass man zielgerichtet arbeiten kann, wenn man weiß, vor allem wenn alle wissen, wo es hingehen soll, die Reise, und wenn einheitliches Verständnis darüber herrscht. Und auf der anderen Seite kann man es dann im Nachhinein auch kontrollieren, ob die Ziele erreicht worden sind und dann auf ein Bier gehen und sich freuen, dass man ein Projekt erfolgreich abgeschlossen hat. Und dann ist halt die Frage, was könnten das für Ziele sein, die man mit einer IT-Dokumentation erreichen will. Und also für mich ein vorrangiges Ziel ist halt Unterstützung in der täglichen Arbeit von Administratoren. Ja, die auch Kleinunternehmen und KMUs ersparen sich einen Haufen Arbeit, wenn die IT-Dokumentation richtig gemacht ist. Wenn ich nicht erst ein Kabel hinterherlaufen muss, wo darf denn das hin, sondern wenn das dokumentiert ist und das stimmt, ersparen sie dir einen Haufen Zeit. Aber andere Teile eines Unternehmens haben sicher andere Ziele. Ja. Also zum Beispiel die Geschäftsleitung, die möchte halt wissen, erstens einmal hat die IT die
das wirklich alle Risiken unter Kontrolle. Die möchte vielleicht auch noch so ISO 27000 dran flanschen und kann da die Informationen aus der IT-Dokumentation ausziehen. Oder BSI-Grundschutzprojekte könnte dann anflanschen. Oder ich möchte wissen, welche Kosten entstehen durch welche IT-Services, die angeboten werden. Ja, oder von der Geschäftsführung, da gibt es natürlich die zwei Interessenseiten, auch von der Geschäftsführung, die wirtschaftliche, das ist jetzt das. Und da geht es dann eigentlich meines Erachtens ins Wissensmanagement und war das heute Vormittag, oder? Das ist dieses Problem, wenn der einzige ITler die Firma verlässt oder der Haupt-Know-How-Träger, dann verlässt natürlich das Wissen die Firma mit. Und das ist dann bei uns schon so der Fall gewesen, dass das Management will, okay, wir müssen das irgendwie dokumentiert haben. Das ist dann genauso Ziel, das kommt dann halt von oben runter. Und, ja. Ja. Wichtig eben, Ziele festschreiben, kontrollieren, ob die Ziele auch erreicht worden sind, von den Zielen ableiten, welche auch zum Beispiel eben was muss sie dokumentiert haben, welche Felder, welche Pflichtfelder muss sie befüllt haben. Weil mit den Pflichtfeldern ist es ja so eine Sache, ja, wenn das demjenigen, der das Pflichtfeld ausfüllen muss, nicht einleuchtet, warum ich das jetzt ausfüllen muss und der Aufwand groß genug ist, um herauszufinden, was muss ich denn da jetzt da reinschreiben, dann schreibt er irgendeinen Blödsinn rein. Ja. Dann kann ich nur mit Ritual Expressions schauen, dass das einer bestimmten Syntax folgen muss, aber auch das kann ausgehebelt werden. Also den Sinn zu erkennen, warum etwas gemacht werden soll, kann nie schaden. Was ich auch schon gemacht habe, ist da gerade noch als Notiz, zum Beispiel die Settings so von Firewalls oder so Netzwerkkomponenten bei den Produkten hinterlegen, so auch noch als Setup, als Backup, als zusätzliches oder Handbücher zum Hinterlegen, damit man die wiederfindet. Das bietet dann vielleicht auch Versionierung dazu. Das könnten so die Ziele sein. Lizenzmanagement, IP-Adressmanagement. In der Mittagspause hat mir noch jemand angesprochen, ob es nicht vielleicht auch möglich wäre, aus der IT-Dokumentation heraus DNS-Zonen-Files zu generieren und die dann automatisch zu signieren, wenn es DNS-Sec ist. Das wären Notfallplanung und ja, genau, Kapazitätsplanung ist auch so eine Sache, die wo unterstützen kann, ja, dass ich zum Beispiel einen Report mache, welches Rack hat noch freie Plätze oder wo kann ich noch einen Blade-Server reinschieben. Anhand der Ziele kann man dann auch konkret dingfest machen, was muss ich genau erfassen. Ja. Das eignet sich dann natürlich auch gut. Ja. Also nochmal. Okay, die Wiederholung. Anhand der Ziele kann man natürlich dann gut erfassen, was ich genau in die Dokumentation reinschreiben soll. Weil wenn ich eben, wie gesagt, die DNS mitfahren will, dann muss eben die IP-Adresse zumindest rein. Blödes Beispiel, weil das sowieso keinen Sinn macht. Aber die Ziele definieren dann eindeutig das, was am Anfang rein muss. Das ist so komisch, ja. Der Wechsel. Wiederholen. War ziemlich schräg jetzt, ne? Okay. Und dann ist eben der Erstbestand zu erfassen. Ja. In praktisch jeder Organisation gibt es irgendeine Form von Dokumentation. Ja. Sei das jetzt in Excel-Listen irgendwas Gepflegtes oder der Post-it unter den Tastaturen. Ja. Oder es gibt irgendwelche Inventarlisten oder für andere Systeme, ja, wo zum Beispiel die Drucker gemanagt werden oder in irgendeiner Form gibt es immer irgendeine Dokumentation, wo man jetzt halt anschauen kann, wie kann man das in der neuen Dokumentation, also in eine strukturierte Dokumentation übernehmen. Ja, meistens, also die Lingua Franca ist das CSV-Format. Erfahrungsgemäß, das können alle in irgendeiner Form importieren.
Dann ist eben die Frage, also und eben zum Bedenken nur richtig stellen halt. Also was mir schon oft passiert ist, dass man vielleicht vorher schon irgendwas angelegt hat, irgendwelche Server, und dann hat man nur einen Import gemacht und dann hat man plötzlich Dubletten, weil der Abgleich nicht gestimmt hat. Ja. Dann, das ist total unangenehm, weil das Aufräumen fast noch mehr Arbeit ist als das Erstanlegen. Ja, das Gleiche ist mit also Discovery-Modulen, also dieses JDisk oder OCS, wenn ich vorher schon einen Bestand drinnen habe und ich importiere mir einen Bestand aus einem Discovery-Modul und da gibt es Dubletten, das ist brutal ärgerlich. Und später, und da muss man sich halt auch darum kümmern, auf was matcht denn das? Ja? Das ist bei iDoIt sind's 4 Merkmale zum Beispiel, die geprüft werden. Das ist MAC-Adresse von Hosts, Seriennummern von Hosts, der Name, also der Full Qualified Domain Name, der hinterlegt ist, und noch irgendwas, was mir jetzt ad hoc nicht einfällt. Und wenn 2 davon übereinstimmen, dann entscheidet iDoIt für sich, das ist jetzt der gleiche Host, und macht ein Update. Und wenn eben nur 1 übereinstimmt, dann gibt es eine Doublette. Und das kann halt dann total ärgerlich sein. Also das ist ja dann auch wieder das, was man sich am Anfang überleben muss, weil wenn ich am Anfang sage, okay, ich pflege die MAC-Adresse nicht ein und mache dann dieses ein Import via JDisk, dann ist natürlich ein Kriterium schon weg, dass das Matching stimmen könnte. Oder? Das sind so Grundsatzüberlegungen vom Anfang. Ja. Und dann, das haben wir jetzt erst schon kurz andiskutiert, wie kann man passive und administrative Objekte erst erfassen. Also jetzt die passiven, das könnte man vielleicht nur an Dienstleister übertragen. Oder? Das ist so wie du gesagt hast, diejenigen, die die Verkabelung machen, die müssen halt die Daten richtig liefern zum Beispiel. Das ist möglich. Spätestens, wenn ich zum Beispiel Verträge dokumentieren möchte, dann Da kann man fast keinen Dienstleister dran lassen. Also da führt kein Weg an Eigenleistung vorbei. Und da gibt es auch kein Scannen, und da muss Manpower her, und das muss halt vom Sponsor dementsprechend auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dass man das machen kann. Und eben bevor man das Projekt startet, halt vorher überlegen, mit welchem Aufwand müssen wir da rechnen. Ja, genau, das ist von mir so eine Idee, und mit dem bin ich ganz gut gefahren. Ich habe da von mir immer dieses Bild von einem Tunnelbau. Da startet man von 2 Seiten zum Graben und hofft, dass man sie in der Mitte trifft. In Vorarlberg, beim Altbergtunnel, der Planer hat sie einen Tag bevor kommen doch nicht in der Mitte zusammen, und der hat einen Selbstmord gegeben dann. 1834 war das im Wald. Also, wir müssen nicht traurig sein jetzt. Ja, jedenfalls, und meine Idee ist, dass man sagt, okay, ist man ja fast zuerst die Services, die IT anbietet, und dann hat man da mal einen Grundstock gelegt. Ja. Man weiß, was will man denn anbieten und welche Services müssen unterstützt werden. Und dann gehe ich her und mache so automatisiertes Discovery. Ja. Da kann ich abscannen, und dann werden die Räume, und vorher gebe ich noch die Räumlichkeiten, werden erfasst. Das ist, muss man halt leider manuell erfassen, und dann kann ich sagen, und die Geräte mit der IP-Adresse, meistens kann man das auf der IP-Adresse ganz gut festmachen, sind an diesen Räumlichkeiten verortet. Geht halt nicht mehr, wenn man dann in Büros einteilen will, dann muss man halt manuell noch nacharbeiten. Aber dann habe ich schon die örtliche Begebenheiten dokumentiert, und dann beginne ich die Softwarezuweisung funktioniert dann auch schon meistens automatisch, also ich weiß halt dann, auf dem Rechner läuft ein Postfix oder ein DAF-Code, und dann kann ich bei diesen Beziehungen reingehen, dort wo ich dokumentiert habe, dass ein bestimmtes Stück Software auf einem bestimmten Server läuft, kann ich sagen, und der unterstützt jetzt den Service E-Mail.
Und dann hat man eigentlich sehr schnell einen großen Blick auf das, und das würde ich jetzt gerade gern zeigen, wenn ich das finde. Habe ich da irgendwo. Wie das ausschauen kann. Kann das jetzt. Ja, genau. Also, wie es klar lesen kann man da jetzt da nichts mehr, aber das stammt eben von so einem Kundenprojekt, stammt das, da haben wir eben einen bestimmten IT-Service dokumentiert, und das Gelbe sind dann jeweils unterstützende IT-Services, die notwendig sind, damit dieser eine IT-Service erbracht wird, und dann nach hinten weg, welche Software auf welchem Server installiert, auf welche Datenbanken greifen die zu, und irgendwelche Cluster-Mitgliedschaften, und wie ist der Cluster aufgebaut, eben bis ganz rechts dann, an welchen Locations sind die verortet oder in welchen Layer-3-Netzen sind die angeschlossen. Und eben auf diese Art und Weise, dass eben von diesen zwei Seiten zusammenkommen, komme ich recht schnell dann zu so einem großen ganzen Blick. Und die meisten, die sowas machen, wenn sie dann dieses Bild kriegen, sagen, boah, ja, das ist dann der Moment, wo man viel reingesteckt hat, aber dann plötzlich irgendwas rauskriegt, mit dem man, weil jetzt für die meisten doch irgendwo überraschend ist, ja, dass sie diesen Blick haben. Und dann kann man eben so mit Analysen kann man dann schauen, ja, was passiert, wenn da irgendwo ein Switch kaputt geht und welche Services sind dann plötzlich nicht mehr verfügbar. Und die Herangehensweise sollte eben so sein, dass, so wie man es in Wirklichkeit im Leben auch machen würde. Also es braucht eben zuerst Räumlichkeiten, in die man Rack reinstellen kann. Es braucht das Rack, in dem man nachher die Hardware reinschrauben kann. Und wenn man auf die Art und Weise die Dokumentation aufbaut, dann hat man nicht so oft das Problem, dass man irgendwas dokumentieren möchte, und dann kommt man während dem Dokumentieren drauf, dass Abhängigkeit, die man darstellen möchte, noch gar nicht gegeben ist, weil man irgendwas unten drunter fehlt. Also jetzt einfach von der Effizienz her, wie in welcher Reihenfolge pflege ich die Objekte ein, ist das ein gutes Hilfsmittel, dass man sich überlegt, wie würde es denn im realen Leben aufbauen, und genau in der Reihenfolge, dass man die Dokumentation dann einpflegt. Ja, und dann ist eben die Frage, was sind die Schlüsselfaktoren, dass das im Betrieb erfolgreich bleibt. Ja? Und die Erkenntnis, jetzt nicht unbedingt von mir nur, sondern auch von der Synetics, ist, dass es nicht an den Tools liegt meistens, sondern am Willen der handelnden Personen. Also wenn die Menschen, die arbeiten, nicht wollen, dann wird es nichts. Und dann es wird sie wahrscheinlich eher lohnen, in ein Strategie-Meeting und in ein Motivationsseminar zu investieren, als ins nächste noch bessere Tool. Weil wenn alle mitmachen, dann entsteht schnell eine große Eigenmotivation. Ja? Dann nimmt das Ganze Eigendynamik auf, nimmt Fahrt auf, und wenn alle mitmachen, dann funktioniert es. Dann die Steuerungsgruppe, dass eben ihre Verantwortung ernst nimmt, dass das nicht nur so ist, ja, wir müssen halt jetzt irgendeine Policy abliefern und
sondern dass sie das orientiert am richtigen Leben und die Gegebenheiten berücksichtigt und umgekehrt auch wieder den Input vom Leben nimmt und wieder angepasst wird, also dass das ein ständiger Kreislauf bleibt. Und der Sponsor, dass der die Rückendeckung gibt und die dementsprechenden Ressourcen, vor allem die Zeitressourcen einräumt. Und das ist jetzt was, das muss ich auf meine eigene Kappe nehmen. Das ist nichts, was von unseren deutschen Kollegen, vom Joachim, kommt. Das ist das Culture Eats Strategy for Breakfast. Das ist von Peter Drucker. Und der hat untersucht, warum scheitern Projekte. Und hat halt oft ausgemacht, dass die beste Strategie nichts nutzt, wenn die Firmenkultur nicht zur Strategie dazu passt. Und das Problem ist aber, eine Firmenkultur kann ich kaum ändern. Ja, also wenn es darum geht, eine Firmenkultur zu ändern, das ist ein Projekt auf 10 Jahre und so viel Zeit haben wir in der IT einfach nicht. Und für mich heißt das ganz einfach, dass sie nicht die Kultur der Strategie anpassen muss, sondern dass es umgekehrt sein muss. Dass meine Strategie, wie ich dokumentiere, muss zur Firmenkultur passen. Und ich habe mich da so in Fachzeitschriften schlau gemacht, also welche Ansätze es denn da gibt. Ja, weil es ist irgendwie für mich so ein bisschen eine weiche Geschichte, die Firmenkultur, das ist nichts, was wirklich greifbar ist. Es ist, wer in verschiedenen Firmen gearbeitet hat, der weiß, dass jede Firma eine andere eigene Kultur entwickelt hat. Und diese verschiedenen Kulturen, die existieren ja deswegen, weil sie erfolgreich sind. Also die Unternehmen, die es heute noch gibt, die haben diese Firmenkultur, weil die Organisation halt die Erfahrung gemacht hat, dass es funktioniert. Und es gibt ja keinen Grund, warum man diese Kultur deswegen ändern sollte. Und da gibt es ein paar Ansätze, die ich gefunden habe, wo sich andere Leute, gescheite Leute, schon Gedanken darüber gemacht haben, welche Firmenkulturen es denn so gibt. Und das ist jetzt der Vorschlag, den William E. Schneider. Der hat eben auch genau das, also da ist speziell um IT-Projekte gegangen bei ihm. Der hat geschaut, warum scheitern manche IT-Projekte und andere sind erfolgreich. Und der ist eben auch darauf gekommen, dass es sehr oft an der Firmenkultur liegt. Und der hat die Firmen eingeteilt in so 4 Grundtypen und hat die auf der Y-Achse hat er aufgetragen, wie die Firmen ausgerichtet sind. Ja, ob die eher visionär ausgerichtet sind, auf Möglichkeiten, ob die Chancen sehen oder ob die eher auf Vergangenes reflektieren. Ja, ob das Firmen sind, die sagen, okay, das ist so, wie es jetzt da ist und wir richten uns nach den Gegebenheiten. Macht einen großen Unterschied. Und dann auf der X-Achse hat er aufgetragen, wie werden vor allem Entscheidungen getroffen, wie werden Sachverhalte beurteilt. Und da hat er gesagt, und da gibt es eben Firmen, die machen das auf sehr persönlicher Ebene aus und dann gibt es welche, die machen das auf sehr impersoneller Ebene, sehr sachbezogen aus. Und dann hat er eben in diesen 4 Quadranten, die da entstehen, hat er diese 4 Grundtypen der Organisationskulturen haben wir eingetragen und gesagt hat, also wir haben da eben diese stark auf Kompetenz ausgerichtet, das sind so oft IT-Firmen, ja, die so sehr, sehr wissenslastig sind. Ja. Und eben, ja, also das wäre so eine typische IT-Firma, ich könnte mir vorstellen, dass ihr da in dieses Feld gut reinpasst, oder? Ja, und dann gibt es eben welche, die sind so im Bereich Control, nennen sie das, also bei denen sind Prozesse sehr wichtig, ja, wo eben die Befolgung von Prozessen über alles steht. Also ich habe ist jemand vom Bundesrechenzentrum herinnen? Nicht? Weil da will ich. Ja, von Informatik. Okay. Prozesse. Ja, also die. Und. Ja, genau. Genau, also auf der anderen Seite zum Umsetzen von ITIL wahrscheinlich optimal, oder? Deswegen bin ich gegangen von der Firma, um zu informieren. Ah, okay. Oh ja. Okay, ja. Prozesshaus.
Visuell abgebildet. Ja, ja. Und das geht also, ich war noch nicht dort, aber so weit, dass wenn ein Prozess ins Leere läuft, dass sich da dann niemand mehr darum kümmert. Ja? Das ist halt vielleicht ein Nachteil. Also, ja, und dann so auf der anderen Seite gibt es halt diese so Cultivation, nennen sie es, das sind die Firmen, die für ihre Kunden alles tun. Die wollen mit ihren Kunden wachsen und da geht es um Beziehung mit Wachstum, Beziehungen, Netzwerken, also in die Richtung. Und da eben so Zusammenarbeit, das sind so die eingeschworenen Firmen. Also da hätte jetzt so Startups rein dann, das ist halt auch so, naja, kleinere Softwarefirmen, kann man gut vorstellen, dass auch dabei reinpassen. Ich glaube, wir sind da so eher, also uns würde jetzt auch eher da so irgendwo in dem Bereich so verorten. Und ja, jetzt zeige ich noch ein zweites Beispiel. Das ist Diehl und Kennedy. Die haben in amerikanischen, so moderne amerikanische Unternehmen wie McDonald's, Apple, Microsoft, und sind die untersucht und haben da wieder so in diese vier Quadranten eingeteilt. Und da geht es jetzt darum, wie groß ist es Risiko mit dem, in Bezug auf das, was die Firma anbietet, produziert. Ja. Also hohes Risiko meint zum Beispiel, Atomkraftwerk, Flugzeugbau. Wenn da irgendwas schief geht, dann tut es so richtig weh. Und auf der anderen Seite wäre halt Handel mit Waren geringer Wert. Also wie klar, also geringwertiges Wirtschaftsgut hast du beim Finanzamt, so, das würde in die Richtung gehen. Ne? Und die, da gibt es eben die, dort wo das Risiko sehr hoch ist, der hat da so genannt, so Bet Your Company. Mit dem selber kann ich gar nicht so viel anfangen, aber gemeint ist, damit halt die schauen, Vier-Augen-Prinzip, bevor irgendein Prozess abgeschlossen wird, müssen zwei Leute hinschauen und vielleicht unterschreiben und jede Schraube wird doppelt nachgezogen und nochmal geprüft, ob die eh keinen Fehler hat und solche Dinge. Und genau, und das ist eben, wie schnell eine Firma arbeitet. Also wie schnell es auch am Markt sein muss. Ja. Da ist eher langsam, da spielt die Geschwindigkeit nicht so eine große Rolle, und nach oben hin ist eben da müssen wir so dynamische Märkte, wo schnell reagiert werden muss. Und also ganz klar, eben so diese alles doppelt und dreifach kontrollieren, dann gibt es eben diese Process Culture, das ist ITIL. Ja, so ein Amt, das kann, da ist es nicht so ausschlaggebend, wie schnell es reagiert. Wichtig ist eben, dass die Prozesse eingehalten werden. Und dann ist eben diese Work Hard, Play Hard, wo klassische KMUs, würde ich sagen, fallen meistens eben in den Bereich rein, wo halt dadurch auf dem Markt reüssieren, dass sie schnell sind und dass sie das anbieten, was die Kunden wollen, dass sie auf Kundenbedürfnisse reagieren können. Und dann dieses Tough Guy, das sind so Einzelkämpfer, also da ist so noch Zusammenarbeit, Collaboration wäre auch noch, und das sind so Einzelkämpfer-Firmen. Und auf was ich mit dem eigentlich raus will, ist, man muss halt der eigenen Firmenkultur bewusst sein. Ja, wenn man so in dem Bereich verankert ist, dann tue ich mir relativ leicht, diese Prozesse alle aufzusetzen und alle werden mitmachen, weil sie das eh gewohnt sind. Aber ich glaube, dass die meisten, die herinnen sitzen, wahrscheinlich eher nicht da verankert sind, weil sonst hätten es wahrscheinlich eh schon IT-Dokumentation im Einsatz. Und wir haben ja zuerst gesehen, das waren nur in etwa 5%, die IT-Dokumentation im Einsatz haben. Und die Frage ist eben, wie kriegt man es trotzdem zum Laufen? Und ich habe jetzt auch keine generelle Antwort darauf, aber
muss halt, bei den einen funktioniert es wahrscheinlich besser auf Zuruf und mit häufigen Meetings und vielleicht hilft da der Gedanke so an diese agile Softwareentwicklung, dass man halt Projekte in möglichst kleine Teile runterbricht und möglichst häufigen Feedback-Schleifen als Idee. Besonders schwierig wäre es wahrscheinlich in dem Bereich, also wenn eine Firma nur aus Einzelkämpfern besteht, dann ist es wahrscheinlich besonders schwierig. Die IT-Dokumentation, dann muss halt jeder per Strafe festgelegt werden, oder dass er die Änderungen mitdokumentiert. Als letzte Folie, glaube ich zumindest, oder? Ja, eine Stunde, dann machen wir auch noch der Praxis. Machen wir noch eine kurze Pause mit der. Ja, und dann, ja. Das ist so, ich weiß nicht, ob das ist aus dem Change Management herkommt. Das sagt so, wenn eine Veränderung ansteht, dann reagieren viele Mitarbeiter mit einem Schock. Ja, die sagen, wow. Jetzt kommt schon wieder irgendwas Neues und sind eben ablehnend. Ja, und haben dann das Gefühl nach einer Zeit, okay, wenn ich nicht viel mache, dann bleibt in Wahrheit eh alles beim Alten. Ja, dann lehnen das einmal ab und machen zuerst einmal weiter wie gewohnt. Und wenn dann halt der Chef oder wer auch immer sagt, na, wir können so nicht weitermachen, wie wir bis jetzt gemacht haben, wir müssen das jetzt umsetzen, ja. dann reagieren die Mitarbeiter mit Widerstand, ja, mit Ablehnung und das nennt sich eben das Tal der Tränen. Ja, und ich habe mit der Vater von einem Schulkollegin von meinem Sohn, der macht solche Seminare und der hat gesagt, es hilft nichts, man muss den Menschen die Trauer lassen. Ja, also man muss die Zeit geben, die Menschen müssen trauern können, müssen sie von den alten Gewohnheiten verabschieden können und erst dann werden sie irgendwann einmal ausprobieren, wie es denn mit den neuen Wegen geht. Und das ist eben die Phase der Anpassung. Und hoffentlich gibt es dann das Erkennen, dass das Neue ja doch ein guter Weg ist. Und dann kommt das Commitment und dann ist erst die Produktivität gesteigert. Und auf was ich damit jetzt ausfülle, ist, dass man den Veränderungsprozess auch Zeit geben muss. Also man darf sie einfach nicht erwarten, dass das von heute auf morgen geht. Man muss drum ringen, muss alle Beteiligten abholen, man darf niemanden zurücklassen, es müssen einfach alle mitmachen, es hilft nichts. Ja. Sonst geht es einfach schief. Es müssen alle mitmachen, sonst hat man eben spätestens in einem halben Jahr einen Datenfriedhof, wo man genau den Fall gehabt haben, wo ich schaue rein, stimmt eigentlich nicht mehr, was da drinnen steht, muss man es doch irgendwo anders suchen, schau vielleicht ein zweites Mal rein und dann ist das Tool ein totes Tool und das Projekt ist gescheitert. Dann ist noch der Markt. Da gibt es halt eben die großen Player. Also die integrierten Frameworks und die sind aber im österreichischen Raum, haben die, also da gibt es da, wie viel Prozent sind Kleinunternehmen in Österreich? An die 90 irgendwo im Bereich. Ich glaube, wir haben EPUs, haben wir 48%. Also ein Personenunternehmen. Ja, also wir haben ein Personenunternehmen sind 48% und was? 48. Bei der Wirtschaftskammer gemeldete Firmen sind ein Personenunternehmen. Ja, also 48%, also fast die Hälfte. Schon? Ich glaube, das ist mehr. Schon, okay. Ja, ein Person, aber es gibt dann doch vielleicht ein paar, wo schon eine Teilzeitkraft haben. Ja, wir sind ja schon zu zweit.
Ja. Also jedenfalls gibt es auch nicht so viel. Also der Großteil der Unternehmen sind keine Großunternehmen. Muss man einfach so sehen. Und dementsprechend ist der Marktanteil jetzt dafür diese großen integrierten Frameworks auch relativ klein. Und dann gibt es eben diese, das sind eben unter 10% im Dachmarkt. Und dann gibt es eben, weiß nicht, was mit den restlichen 10% ist, wenn ich richtig gerechnet habe. Also, die geklauten Präsentation. Ja, nein, ist nicht geklaut, ist lizenziert sozusagen. das sind eben so diese kleinen spezialisierten Player, also Nagios, CheckMK, Isinga, OTS, wie sie jetzt so heißen, und eben auch das iDoIt fällt in die Kategorie rein. Und ich glaube, das war es jetzt wirklich. Ah ja, und was man natürlich jetzt da ganz aus Acht lassen, weil so theoretisch natürlich auch weiterhin Excel, Wikis, das sind wahrscheinlich die restlichen 10%. Also ich habe gerade da von der Umfrage das, also das wieder da rein. Also von der Umfrage, die gerade läuft, das sind 71%, machen das mit Office. 21% haben ein dezidiertes Tool dafür und 7% haben wir sich eine Eigenlösung gestrickt. Also so als Richtwert, das dürfte ziemlich gut passen, glaube ich, momentan im KMU-Bereich. Ja. Ja, das war eigentlich so mein Beitrag zu dem Thema. Wir sind deutlich schneller als gedacht oder befürchtet. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch mal Pause machen und dann würde ich ja vorbereiten, dass wir uns das Tool noch anschauen und wie das Zusammenspiel ist mit eben den anderen Tools. Also wie das iDoIt zusammenspielt mit Monitoring und mit Ticketing-System, dass ich das nach der Pause noch mal herzeige und wer noch Interesse daran hat, freut es mich und alle anderen sage ich danke, dass da wart und das zugehört habt und hoffe, dass der eine oder das was mitgenommen habt. Ja, danke. Wie lange machen wir? 10 Minuten? Also 5 nach halb, ja. Wieder treffen wir Interesse. Also es hat zuerst leider, ich habe es nicht hergekriegt. Du hast den Vorschlag gemacht gehabt, dass ich das mittendrin nicht immer wechseln soll. Ja, das hat auch nicht gepasst. Ja, das war nicht so. Nein. Ein bisschen weiter weggegangen. Ja. Okay, also ich glaube, ich darf starten. Das ist jetzt auf einem virtualisierten Server bei uns in Bludenz im Büro, ein Zugriff von außen, den ich mal gemacht habe. Das installiert ist da die iDoIt 1.6.3 Pro Version. Inzwischen gibt es schon die 1.7 Version. Aber ich glaube, das ist. Also bei der Pro-Version sind einige Features einfach mehr, zum Beispiel diese grafische CMDB-Explorer und so, haltet sich von den Kosten her, aber trotzdem noch. Ist objektabhängig. Ja. Und liegt bei 1000 Objekten 200 Euro. Ich glaube 320 Euro. Also es ist in einem wirklich überschaubaren Bereich, die Lizenzkosten. Ja. Sind aber jährlich im Fall. Und die Lizenz ist gar nicht so unähnlich an einer Open-Source-Lizenz. Also man darf auch im Code was machen und sie würden sogar gern eben diese Änderungen rückfließen lassen, haben da momentan noch keine Prozesse am Start, mit denen uns das Community-Änderungen dann wieder retour aufnehmen könnten. Also was sie nicht wollen, ist, dass die Software weitergegeben wird, ja. Weil das wird halt das Geschäftsmodell zerstören. Ja. Und der Unterschied ist einerseits die Sprache, also bei der Pro-Version kann man hin und her schalten zwischen Deutsch und Englisch. Und ich glaube eben den CMDB Explorer, den der Charlie angesprochen hat, das ist eben
Da kann er, das ist da kann er. Das ist die Grafik, diese Baumverzweigung, was wir vorhin aufgezeigt haben, das ist das, wo er das eben so man grafisch darstellen lassen kann. Also das ist oft der Pro-Version vorbehalten. Sonst gibt es meines Wissens keine Einschränkungen. Also die Module kann ich mir dazu installieren, wenn ich das will, die Schnittstellen, die ich gleich zeigen werde, das gibt es alles. iDoIt ist eine PHP-Applikation, läuft auf Apache getestet. Ich sehe keinen Grund, warum es unter einem Nginx nicht funktionieren sollte. Unter Windows theoretisch geht es auch, aber ist halt nicht keine empfohlene Umgebung, sagen wir so. Die Datenbank darunter ist eine MySQL-Datenbank, in die das eingepflegt wird. iDoIt ist sehr generisch aufgebaut. Also jetzt die Ansicht, wenn ich einsteige, das ist also ein Dashboard, das ich mir selber einrichten kann, da kann ich also sogenannte Widgets kann ich mir da hinzufügen, kann man so, was habe ich denn da noch, so die, kann man auswählen, also weiß nicht, ich glaube zum Beispiel einen Browser könnte man oder Lizenzinformationen könnte man da rein einblenden. Ja, dann zeigt es mir halt die Objekte an, die ich da habe, oder einen Quick Launcher, oder ich kann mir auch einen Browser einbauen und mir irgendein iFrame von irgendwo einblenden, solche Dinge. Und da links, diese Baumstruktur, das ist ganz typisch, die iDoIt-Blende bildet da die Objekttypen ab. Ja? Zur Terminologie, einzelne Objekte, das sind unter ITIL sind die Configuration Items, die heißen bei iDoIt Objekte. Und so ein Objekt, das hat verschiedene Kategorien. Die Kategorien, also die Kategoriearten, die prägen ein Objekttyp aus. Ein Switch hat andere Kategorien als ein Server oder ein Client. Ja, weil der hat zum Beispiel keine Harddisk eingebaut und ein Batchfeld hat keine IP-Adresse und solche Dinge. Also das sind die verschiedenen Kategorien und in diesen Kategorien verstecken sie dann wieder Felder. Und da gibt es halt auch verschiedene Feldarten, das sind teilweise so freie Textfelder, was wo ich vielleicht HTML-Text reinschreiben kann und dann wenn sowas, das Symbol daneben ist, dann sind das Dialogfelder, die man selber erweitern kann. Und wenn ich da draufklicke, dann kann ich noch ein weiteres Dialogfeld hinzu, also so eine weitere Option hinzufügen, der Linux und E hinzufügen und speichern und dann kann ich eben auch beim Einsatzzweck in Linux.d zum Beispiel auswählen. Also alles sehr generisch gemacht, aber eben mit diesen vordefinierten Typen, die es so gibt, schon macht iDoIt da eine Handreichung. Also muss man nicht alles selber ausgestalten, sondern es ist sehr, sehr viel ist da schon vordefiniert. Und vielleicht oben, da, was man da oben sieht, so Software, Infrastruktur, andere Kontakte, das sind dann jeweils die Objekttypgruppen. Also unter Infrastruktur ist zusammengefasst alles, was so Hardware im entferntesten Sinne ist, auch Räume und solche Dinge. Und unter Software, selbstredend, eben die Software, Lizenzen und solche Dinge werden da drinnen gruppiert. Und unter anderem alles, was sonst nirgends reinpasst. Ja genau, die Kontakte gibt es noch, da kann ich mal Lieferanten ablegen und Verbindungen zu Personen, welcher Arbeitsplatz gehört welcher Person und solche Dinge zuordnen. Und da eben bei den anderen nachher alles, was sie sonst nirgends unterbringt, ist noch ganz witzig. Bei diesem Zahnrad-Symbol, da kann ich mir eben meine Einstellungen machen. Und dann gibt es eben diesen Quick Configuration Wizard.
Also eine Empfehlung bei iDoIt ist auch immer, alles ausblenden, was man nicht brauchen kann. Ich habe da eine lokale Installation auch bei mir und da habe ich nichts ausgeblendet. Da sieht man gleich, mit was für einer Latte an Objekttypen das daherkommt, und da sind noch gar nicht alle eingeblendet. Und etwas, was ich mir ganz sicher bin, dass ich niemals dokumentieren werde, weil das in meinem KMP ja so festgeschrieben ist, das blende ich da aus. Und dann gibt es auch noch dieses Augensymbol, und wenn ich das anklicke, dann zeigt es mir sowieso einmal nur mehr an, wo auch wirklich was drinnen steht. Und dann gibt es eben diesen Quick Configuration Wizard, das ist eins der ersten Dinge, wenn ich so eine neue Installation mache, dass ich mir diesen KMP hernehme und schaue, welche Objekttypen möchte ich denn überhaupt dokumentieren. Und wenn ich dann da mal Infrastruktur anklicke, dann sehe ich eben immer an, also erstens einmal schwarz, alles was zu dem Objekttypgruppe Infrastruktur gehört, und alles was wo das Hackerl drinnen ist, das wird halt dann eingeblendet, oder ich kann es dann ausblenden. Und da kann ich halt einfach sagen, okay, Blade-Server möchte in Zukunft eben auch dokumentieren, und da habe ich dann diese Kategorien dabei. Also wenn man das mal wegnimmt, dann könnte ich halt sagen, beim Client möchte ich in Zukunft, das könnte einen Sinn machen, macht keinen Sinn, aber also ich möchte da jetzt Cluster-Mitgliedschaften oder sowas mit eingeblendet haben. Also so kann ich mir das selber konfigurieren, und ich kann da gleich neue eigene Objekttypen anlegen. Ich kann da jetzt sagen, irgendwas, was es noch nicht gibt, Fernbedienung, ja, dann hängt da mir das eben da unten das Selbstdefinierte hinzu und kann man da schnell sagen, okay, bei der Fernbedienung möchte ich die CPU und irgendwie Dokumente noch angelegt haben, und das Ganze ist in der Infrastruktur. Und wenn ich dann wieder zurückgehe in die Infrastruktur, dann habe ich eben da irgendwo das jetzt nicht übernommen. Weil es noch nicht angekackelt habe. So. Und dann habe ich jetzt diesen Objekttyp Fernbedienung drinnen. Also ich kann mir alles selber zusammenstopseln, wie ich es brauche, aber es ist eben schon sehr viel vordefiniert und sehr viel, was wirklich viel Sinn macht mit den Beziehungen zu den Objekten untereinander. Also die Objektgruppen, das sind die werden oben angelegt, oder? Objektgruppen, man kann zum Beispiel als Beispiel Fahrzeuge anlegen, dann hätte man oben noch eine Objektgruppe Fahrzeuge und könnte unten Flugzeuge, Autos und so weiter. Das ist sogar unter andere drinnen, ja. Da jetzt den Quick Configuration Wizard und andere. Da habe ich zum Beispiel die Flugzeuge, genau, und die. Ich weiß es nicht, warum sie ausgerechnet Flugzeuge meinen. Und dann da eben unter andere reingeht, dann sehe ich dann halt die Flugzeuge und die Fahrzeuge als neue Objekttypen drinnen. Ja. Wenn man mehr als ein Flugzeug hat, dann muss man das schon irgendwo erfassen. Also eine Einsatzmöglichkeit interessant, nur so nebenbei vielleicht ist, ich glaube, sogar ein Theater hat das als überwiegende Inventorisierungslösung. Und die nützen dann aber die Verknüpfungen zum, ich glaube, Zuordnen von Requisiten zu Stücken und so weiter. Ne? Also ja. Ja, klar, also alles, was irgendwie Abhängigkeiten hat, kann ich mir damit dokumentieren. Und und dann gibt es eben, das ist Schöne bei einer iDoIt, meiner Meinung nach, sind die vielen Schnittstellen, die es anbietet. Ja, da sieht man eben zum Beispiel beim Import, dass ich das JDisk wird als Import-Schnittstelle angeboten, Log-Inventory, OCS-Inventory, und ich habe aber auch noch so CSV-Import, funktioniert auch gut. Da CMDB-Import. Was ist das, JDisk oder? JDisk, das ist ein Java-basiertes Discovery-Tool, das in eine PostgreSQL-Datenbank reinloggt und
agentless funktioniert. Das heißt, ich hinterlege bei dem JDIS kann ich Bereiche, so Scopes definieren. Sagt, da gibt es Active Directory und da gibt es einen Domänen-Administrator mit dem Kennwort und dann gibt es halt SSH-Keys, die werden bei den Authorized Keys auf die Unix-Server hinterlegt und vielleicht noch Kennwörter für die VMware ESX-Hosts und was halt so unterstützt wird. Und dann kann ich gescheduled oder übers I do it angestoßen, kann ich Scans ausführen und dann automatisiert wieder zurück importieren. Das ist. Also eignet sich auch gut für Initialbefüllung, oder? Und wenn wir jetzt an diese Empfehlung, die wir vorher ausgesprochen haben, also dieses Tunnelsystem, dass man oben, also zuerst die Services anlegt, dann vielleicht kannst du mal, wenn man das in Service anlegt, oder halt zeigen, wo die Services sind. Also die IT-Services, wie zum Beispiel E-Mail, und dann lasst man. Sieht man hier oben, legt man die Services an und dann kann man das JDisk laufen lassen und dann pumpt man mal unten auf der anderen Seite vom Tunnel die ganzen Kleinteile rein auf Deutsch. Also aktive, alles was aktive Komponenten sind, lassen sie mit dem eigentlich sehr gut erfassen und das ist eigentlich überraschend gute Ergebnisse. Also, ich glaube, ich habe es auch gerade mal erwähnt, der Zusammenarbeit mit Magius. Ja, kommt noch, ja. Okay, also. Ja, gut, dann mache ich gleich. Weil das passt gut zu den Schnittstellen dazu. Ja, also das waren die Import-Schnittstellen, genau, CSV-Import wollte ich nur vorher kurz noch herzeigen, weil das auch immer sehr, weil es einfach Excel-Listen gibt es überall und Importmöglichkeit. Und da sieht man auch noch einmal die einzelnen Importmöglichkeiten und eben diese CSV-Import, jetzt mal gerade, genau, das ist nämlich das sind, was da so Maßnahmen heißt, das ist vom BSI-Grundschutzkatalog, der hat, da sind Security-Maßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen hinterlegen die, und die haben wir, diese Maßnahmen. So, wie kann ich das jetzt, wie kann ich da jetzt für Import verwenden? Ja. Das ist, und die haben wir in einer CSV, oder du hast das zuerst, glaube ich, in einer Datenbankformat, die HTML-Files, glaube ich, gepasst, in einer MySQL-Datenbank rein und aus der MySQL-Datenbank haben wir dann einen CSV-Export gemacht und diesen CSV-Export, den kann man jetzt importieren. Ja. Da kann ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob da was Vernünftiges rauskommt. Das ist das Problem. Also der Hintergrund dafür ist, eine Kundschaft bei uns ist konzernabrechnungspflichtig und das EU-Gesetz ermöglicht, wenn man gewisse Sicherheiten, also Business Impact Analyse und IT-Sicherheiten vorweisen kann, ermöglicht es einen erleichterten Abschluss. Das heißt, hat einen finanziellen Aspekt, das ist schon wesentlich günstiger. Wenn man das nicht nachweisen kann, wird mit Stichproben gearbeitet und so weiter, was den Personalaufwand ist seitens der Wirtschaftsprüfer. Und jetzt haben wir die Geschäftsprozesse ist von der Geschäftsleitung definiert worden, die Abhängigkeit zu den IT-Services. Und das war dieser Baum, den wir vorhin dargestellt haben. Und jetzt kann man diesen einzelnen Komponenten die Schutzmaßnahmen aus dem BSI-Katalog zuordnen. Ja. Und dann kann man sagen, umgesetzt, ja, nein und so weiter. Das ist dann so. Ja, und dann kann eben die einzelnen Spalten kann ich dann bestimmten Feldern zuweisen. Ja, da erkennt er schon, der sagt nur, was ist das Trennzeichen und gibt es Überschriften und dann Mapping vorbereiten. Dann kann man noch sagen, wenn es so Multi-Value-Kategorien gibt, also sie ein Host kann mehrere IP-Adressen haben, sind dann die mehreren IP-Adressen in mehreren Spalten oder habe ich den gleichen Host in mehreren Zeilen mit unterschiedlichen Kategorie-Values. Das kann man dann noch einstellen und dann importiere ich halt auf Anschwung so eine ganze CSV-Liste. Also als Importmöglichkeit. Und dann eben, das ist auch dieses Monitoring, das ist
ganz eine wichtige Schnittstelle für, wie ich meine. Und da gibt es eben diese, unter den Schnittstellen externe Daten, gibt es da diese verschiedenen Monitoring-Einstellungen. Und zwar gibt es zwei Schnittstellen dazu. Und das eine ist das NDO. Wer kennt Nagios? Und da gibt es eben dieses Nagios Data Objects dazu. Das ist im Prinzip ein Broker-Modul, das man beim Nagios dazu konfigurieren kann. Da definiert man eine Datenbank. Ich glaube, unterstützt wird MySQL und PostgreSQL. Und das ist nichts anderes, als dass Nagios dann die Events in diese Datenbank reinschreibt. Ja. Und genau diese Schnittstelle wird eben von iDoIt unterstützt, unter anderem. Ja. Da sage ich halt dann, auf welchen Host läuft denn diese Schnittstelle? Ist auch übrigens auch kompatibel zu iSinger, also wer statt Nagios iSinger einsetzt, dort heißt es dann NDI, aber ist genau das Gleiche, also ist völlig kompatibel zueinander. Und dann sage ich eben, ja, auf welchen Host rennt die Datenbank, wie heißt die Datenbank, welcher User darf zugreifen und mit einem Kennwort. Und dann findet der, wenn ich zum Beispiel, was für einen Host habe ich da heute hergezeigt gehabt, den Dollar Giri, gell, der war das. Ne? So, dass der gemonitort wird, sieht man da oben an diesem Up schon. Ne? Das heißt, das kommt jetzt schon live aus dieser NDO-Datenbank heraus. Und da gibt es eben... Aber die Schnittstelle sozusagen, das iDoIt lässt die Ergebnisse von Nagios. Genau. Ich glaube, dass die Frage war, die Configuration iDoIt, ja. Wie kann ich die Konfiguration für Nagios generieren? Oder? Die Frage war allgemeiner gefragt, wird das Zusammenspiel, ja. Ich weiß nicht, wie das Zusammenspiel ja. ist, sondern was kann es? Was kann ich aus dem Nagios nutzen? Ja, also es geht in beide Richtungen, kann ich schon vorwegnehmen, das ist eben jetzt der Weg vom Nagios da rein, ja, also dann kann ich eben sagen, zeig mal an, was monitort der Nagios alles. Und umgekehrt kann ich sagen, gibt es da die Konfiguration von, das drin unter Nagios, kann ich Nagios-Konfigurationen machen. Also ich kann da die verschiedenen Kommandos definieren, die Nagios kennt, und ich kann mir Gruppen anlegen, ich kann mir die Host-Escalations und Host-Templates anlegen und kann diese Templates dann einem Host, bei dem ich das konfiguriert habe, auch wieder zuweisen. Dann gibt es, ich glaube, da ist es dann drinnen, das Nagios. Und, Entschuldigung, falsch. Das ist bei den Schnittstellen und unter Monitoring. Und da gibt es eben den Punkt Nagios Export. Und das könnt ihr eben entweder so jetzt über die Web-Oberfläche machen, oder es gibt bei iDoIt, die nennen das Controller, das ist halt ein Command-Line. Tool, mit dem ich das iDoIt auch bedienen kann. Kann ich sagen, mach mal einen Export, mach mit rsync die Konfigurationsfiles, schieb mal ins Nagios-Verzeichnis rüber und start mal Nagios durch, und dann habe ich eben die neuen Konfigurationen drinnen. Also dann möchte ich euch noch was zeigen, was ich noch viel hübscher finde. Kennt jemand CheckMK? Ja, das ist, gibt es eben auch ein Anbindung dazu. Der CheckMK liefert eine andere Schnittstelle als diese Nagios Data Objects, das heißt dann Live Status, und die hat eine wesentlich bessere Performance. Also wenn ich Nagios habe mit diesem NDO, dann habe ich schneller mal das Problem, dass die Datenbank in die Knie geht, ja, weil der Nagios sehr viel reinschreibt, und wenn ich dann noch so ein Tool wie iDoIt dran habe, das von 100 Rechner in Status ausliest, dann wird es schneller mal eng bei Nagios, wenn ich mehrere tausend Objekte monitoren will. Und dieses Problem umgeht eben diese Live-Status-Schnittstelle. Und außerdem hat CheckMK den Ansatz, dass sie also die Konfigurationen
oder anders muss ich anfangen. Die Nagios-Konfigurationen sind unangenehm zu pflegen, sagen wir mal so. Ja. Weil die besteht, da muss man immer in einer Konfigurationsdatei meine Hosts pflegen. In einer anderen Konfigurationsdatei muss ich immer die Services, die zu den Hosts dazugehören, pflegen. Ich muss Kontakte pflegen, also die, und die Zugehörigkeit eben der Services zu den Hosts. Ich muss mal Kontakte und Kontaktgruppen, muss mal Zeitpläne, wann ich benachrichtigt werden will, hinterlegen, und das muss ich jeweils konfigurieren. Also ist wirklich. Und unangenehmer wird es fast noch, wenn ich dann wieder was entfernen will. Ja? Wenn ich einen Host außer Betrieb nehme und ich vergiss die Services dazu zum Löschen, dann startet der Nagios nicht. Also es ist mit einem gar nicht so großer Aufwand, aber unangenehmer Aufwand, zum diese Nagios-Konfigurationen zu pflegen. Und CheckMK verwendet im Kern auch wieder den Nagios zum Monitoren, aber die verwenden einen Agent, den man auf den Hosts, auf den zu monitorenden Hosts installieren kann. Und dann sagt CheckMK, sag mir mal, was könnte denn bei dir alles monitoren? Und der liefert ihm dann halt, weiß nicht, Plattenplatz und CPU-Auslastung und Netzwerk-Auslastung und Interfaces und welche Interfaces up und welche down sind und ja, was er halt so findet zum Monitoren, Event-Logs und und dann sage ich, okay, und bitte jetzt monitoren wir das wirklich. Ja? Und dann macht er automatisch aus dem ein Monitoring. Also ist der Pflegeaufwand verliert mit CheckMK einfach dramatisch an Schrecken. Das muss man so sagen. Ja? Und was jetzt iDoIt anbietet dazu ist, also, muss ich vielleicht jetzt noch kurz. Das ist jetzt. Was ihr da seht, das ist die Web-Oberfläche zu CheckMK. Und da gibt es eben diese Vato-Konfiguration. Fragt mich bitte nicht, wofür Vato steht. Jedenfalls habe ich die Möglichkeit. Ich lösche da mal alles raus, was da drinnen ist, dass das ganz leer ist. Ja, dass wir wieder jungfräulich anfangen, wenn jetzt da reinschaue bei den Hosts und sage, zeig mir alle Hosts an, dann ist das einmal leer. Das läuft jetzt lokal auf meinem Rechner in einer virtuellen Maschine. Und dann habe ich ebenfalls lokal so eine iDoIt-Installation, bei der ich mir eben die Verbindung zu dem CheckMK bereits hergestellt habe. Und das eben bei den Schnittstellen schaut das dann etwas anders aus, dann ist habe ich da eben so eine CheckMK-Export-Konfiguration muss ich mir machen und diese Live-Status-Schnittstelle muss ich mir einrichten. Also muss ich mir eben sagen, wo, über welchen Port, auf welchen Host kann er diesen Live-Status abfragen. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich bei seinem Objekt unter CheckMK sagen, exportieren wir das und verwende dazu eben diese Export-Konfiguration, die ich zuerst angelegt habe, verwende als Hostnamen MacBook, exportieren wir die IP-Adresse mit und zwar bitte die primäre. Also bei den Hostadressen kann ich immer mehrere IP-Adressen anlegen, in dem Fall ist halt der Localhost und das ist die VMnet Host-Only Schnittstelle. Und das Gleiche habe ich noch gemacht, beispielhaft für einen virtuellen Server. Da habe ich auch so eine CheckMK-Export-Konfiguration gemacht. Das ist gerade das Gleiche. Und wenn ich dann unter diesen Schnittstellen auf das Monitoring gehe und CheckMK und sage Export starten, und dann generiert der aus der iDoIt-Konfiguration heraus eben diese CheckMK-Konfigurationen. Und wenn ich dann zurück bei dieser Vato-Oberfläche schaue, was ich noch machen muss, ich muss das noch rüberbringen. Also das ist ja jetzt noch nicht lokal, sondern immer, da gibt es eben noch so ein Transfer-Skript, das pumpt dann mit SCP diese Files rüber, lasst sie natürlich auch skripten, dass das automatisiert gemacht wird.
Ja, dann wird das eben auf diesen virtuellen Host in dem Fall, also so ein virtuelles Debian, wird das übertragen. Und dann, genau, dann habe ich eben diesen neuen Folder. Wenn ich da reinschaue, dann habe ich eben diese zwei Hosts, die ich da im iDoIt vorher konfiguriert habe. Ja, und dann kann ich sagen, schau mal, und das ist jetzt da genau das. Ja, der schaut da eben, dann fragt er ab, was kann er denn alles monitoren. Und dann sind jetzt da irgendwelche Volumes hat er da nicht mehr gefunden, das mein Backup, das findet er nur lokal, weil das ist auf einem Debian-Server, den es nur in meinem Netzwerk gibt, und dann gibt es halt noch Extension, die ich jetzt da auch nicht gesteckt habe, und NTP erreicht er offensichtlich auch nicht, und das Filesystem wird langsam voll, solche Dinge erkennt er dann eben automatisiert. Und das Gleiche ist dann beim virtuellen Debian, das wollte ich nicht, da kann ich dann eben auch, da zeigt er mir ja, welche Dinge ist er da halt gefunden hat. Er sagt, Postfix 145 Mails hat er in der Queue, also offensichtlich kommt Debian auch nicht ins Internet und kann man die Warnungen vom CheckMK nicht zustellen. Jedenfalls kann ich dann sagen, seht dann da oben diesen orangen Knopf, da sagt er One Changes, und dann sage ich, bitte diese Changes aktivieren. Und dann übernimmt er das ins Monitoring, und da oben, das ist jetzt das, was die unberechtigten, unprivilegierten User auch sehen. Also den unteren Teil, das sind die Vato-Administratoren, und das ist der obere Teil ist sichtbar für alle. Und dann kann man dann sagen, ja, mach bitte mal ein Update von allem, und falsch, und dann sehen wir es an. Da ist dann Spinnen. Genau, da wollte ich ein bisschen, kann ich sagen, okay, bitte überprüfen wir da jetzt einmal alles, dann seht ihr schon schöne Bilder. Und ich glaube, da müssen wir auch noch rein und da noch einmal anstoßen. Macht er jetzt periodisch selber oder von mir getriggert. Und über diese Live-Status-Schnittstelle kann ich dann wieder zurück im iDoIt den Host anschauen und kann sagen, beim Monitoring über Live-Status, was siehst du? Und dann kommen eben diese Geschichten von dem Monitoring umgekehrt wieder zurück ins iDoIt. Und was mir besonders gut gefällt bei der Sache ist, da gibt es auch diese Service-Zuweisungen. Da sieht man es jetzt, das macht jetzt dann nicht so viel Sinn, aber bei dem virtuellen Server, da habe ich bei den Software-Zuweisungen gesagt, auf dem Host ist auch Postfix installiert. Und kann bei den Service-Zuweisungen kann ich jetzt bei der Softwarezuweisung bietet er mir jetzt alles an, was ich an Software darauf installiert habe, also was ich zuvor dokumentiert habe, dass er darauf installiert ist. Wählen wir jetzt den Postfix aus. Und da unten zeigt er mir alle Services an, die die CheckMK gefunden hat und die ich da überwachen kann. Ja, und da kann ich eben sagen, ja, Kernelprozesse, nein, in dem Fall nicht. In dem Fall ist es Postfix, die Postfix-Queue, mit der mache ich aus, ob mit meinen Postfix alles in Ordnung ist. Und wenn da, so wie jetzt, 123 Mails oder 151 Mails in der Queue hängen, dann ist definitiv irgendwas faul. Und dann kann ich bei dem Dashboard. Frage, geht das auch, also kann ich mehr, also ein Service mit mehreren Checks verknüpfen? Oder einen Check mit mehreren Services? Ein Ding mit mehreren. Also was ich machen kann, ich kann mehrere Software-Zuweisungen natürlich machen. Also das ist ein Multi, wie nennt sich das? Multi-Kategorie. Jetzt fehlt mir das iDoIt-Wording. Aber ich kann dieselbe Software-Zuweisung kann ich immer wieder einen Check definieren. Ja. Ja. Ja, und dann sehe ich bei diesem Monitoring auf dem Dashboard nicht nur, ob irgendwelche Server in Gefahr sind, sondern ich kann mir da auch, sehe da gleich
auf den ersten Blick, welche Services eventuell jetzt da gerade gefährdet sind oder welche Services kritisch sind. Und das geht so weit, dass da gibt es ein Analysemodul, mit dem ich dann sagen kann, welche Services sind von welchen Hosts und von welchen Softwareinstallationen abhängig. Und das postet man dann auch wieder da rein. Ja. Das heißt, ich kann live sehen, wenn der spezifische Dienst jetzt nicht mehr dort oder wenn irgendein Harddisk voll rennt, welche IT-Services sind davon betroffen. Also das macht nachher praktisch wieder den Weg so in der Hierarchie nach oben. Ziemlich fertig alle schon. Für das Check-MK muss ich aber jetzt auf den Host, den ich checken ja, möchte, ja. Muss installieren. Ja, richtig. Agent, ja. Am Client muss ein Agent laufen. Ja. Und zwar ist das auch, wenn man diese Oberfläche, die OMD, Vato, ich komme schon durcheinander mit den Namen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie die Web-Oberfläche jetzt heißt. Also ich glaube OMD, das ist Open Monitoring Distribution. OMD ist die Open Monitoring Distribution, ist nicht die Oberfläche. OMD beinhaltet einfach die Komponenten. So okay. Man kann OMD installieren, man hat CheckMK drinnen, man hat die Vato-Oberfläche. Drin, okay, alles klar. Also das ist alles und das Vato ist nur die Web-Oberfläche, oder? Ich weiß nicht, wie die Komponenten genau heißen, ja. Drinnen, aber OMD weiß ich. Ist das Ganze, okay. Okay, alles klar, danke. Und dann gibt es in dieser Web-Oberfläche jedenfalls, egal wie sie jetzt heißt, da gibt es irgendwo, finde ich das jetzt dann, irgendwo gibt es da nämlich die verschiedenen Agents drinnen. Ja, das heißt, das installiert man von weg. Ja, zum Download. Achso, man kennt es per SCP oder was auf den anderen. Das geht natürlich schon, da sind es die Monitoring Agents. Es gibt auch Paco. Also es gibt Paco. Es war sogar im Visi was standardisiert und im Chess ist es leider nicht standardisiert. Aber es gibt. Eben da kann man sich die verschiedenen Agents jetzt herunterladen. Sieht man, da gibt es wirklich einen ganzen Haufen davon. Und ich finde es unglaublich komfortabel. Ja. Also ich finde das wirklich einen großen Schritt. Die Radius-Configs, die schauen dann genauso aus, als wie sie früher ausgesehen haben. Schreibt der quasi diese Textfiles oder? Kann er. Ja, aber das ist in der MySQL-Datenbank. Ja. Oder wo ist das aus der MySQL? Na, das Check-MK schreibt dann eine Agnes-Konfiguration. Okay. Ja. So wie wir es früher am Indisch kriegen haben. Genau, ja. Okay. Das ist eine lange Liste, wo alle Sachen drin sind. Okay. Das was halt das wirklich Gute am Check-MK ist, dass er keine aktiven Checks macht. Also er macht einen aktiven Check, also er fragt den Server einmal und in diesem einen Check kriegt er sozusagen alles mit Daten und gibt das dann über einen passiven Result zu Verstehen. Ja. 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 Weil der Nagios macht ja jeden Check selber quasi. Ne? Ja. Genau, ja. Das ist klar. Ja. Sonst ist ja oft, dass man, wenn man Windows-Host monitoren möchte, dann muss man auch diesen NS-Client plus installieren und aber den polt halt immer der Nagios dann. Ja. Also mir gefällt es. Ich habe mir lange Zeit irgendwie um das herumgeschummelt, eigentlich, um das CheckMK und seitdem ich das angeschaut habe, bin ich immer mehr begeistert davon, die Web-Oberfläche. Ah, okay. Kann man. Muss ich noch fragen, ja. Und für das iDoIt, ist das ähnlich? Also installiere auf dem Client eine Client-Software, die das iDoIt bedient. Nein, das iDoIt ist über einen Webbrowser zu bedienen. Nein, schon, aber. Ja? Auf dem Client muss ja irgendwer die Daten sammeln. Ne? Auf dem Server. Auf dem, oder ja, ja. Ja. Also das ist für mich ist immer der Client den ich halt, ich möchte den Laptop in iDoIt drinnen haben und möchte das wissen. Ah, okay, jetzt für mich ist der okay. Client. Na? Fürs iDoIt. Ja, okay, verstehe. Jetzt verstehe ich es. Also wenn ich den automatisiert aufgenommen haben möchte, dann brauche ich irgendein Discovery. Ja. Ja. Und das wäre zum Beispiel dieses JDisk, von dem wir vorhin gesprochen haben. Ja. Das gibt es für Windows und für Linux. Das ist eine Java-Applikation. Jedes Objekt hat keinen Dienst laufen.
für iDoIt. Weil das würde ja das Beispiel mit dem Flugzeug auch dazu führen. Ja, das ist schon dort, wo ich es laufen lassen kann. Ja, nein. Auch nicht. Und dann, also, aber per se muss das manuell eingepflegt werden und es gibt Tools, wo das Netzwerk abscannen und sich die Objekte, die es erkennen kann, einpflegen kann. Und dieses JDisk, das ist agentless. Also da muss ich auf dem Client nichts installieren, sondern ich muss bei dem JDisk ein Passwort hinterlegen für, das mit Administratorenrechten für einen User, der die Rechte hat, das zu untersuchen. Ja, das und JDisk untersucht dann übers Netz. Untersucht es übers Netz, ja. Mit also haben wir das überhaupt erwähnt? Das JDisk ist allerdings, läuft nur auf Windows, oder? Komischerweise, ja. es ist leider eine Java-Anwendung und läuft trotzdem nur unter Windows. Das ist ja. Also das heißt, ich kann gar kein für iDoIt kein Linux-Server nehmen? Doch, also ist iDoIt natürlich. Ja, das ist Discovery-Tool Also es sind wirklich zwei verschiedene Geschichten. Also das iDoIt ist ja eigentlich nur die Datenbank und damit die Daten dort reinkommen, kann ich mich entweder hinsetzen und manuell einpflegen. Oder ich habe es so ein Discovery-Tool wie zum Beispiel JDisk. Ja, es gibt auch andere. Ja. Also es gibt auch das OCS-Inventory, aber das läuft wieder nicht agentless. Ja. Da muss ich wieder ein Agent installieren und der für die Inventarisierung funktioniert auch. Okay. Das ist nur zum Beispiel. Also gibt es einfach mehrere Wege zum Ziel. Jo, hat noch jemand Interesse, schnell ins OTRS-Ticketsystem, interessiert es immer noch schnell einen Blick reinzuwerfen? Oder? Kurze Erklärung, was wäre jetzt OTRS? Also, es gibt eben auch eine Schnittstelle auch zum OTRS. Weil beim Ticketsystem ist ja meistens betrifft es irgendein Configuration-Item oder einen Service, wo das Problem gemeldet wird. Mhm. Und dann kann ich einerseits im OTRS beim Ticket ein iDoIt eingepflegtes Objekt anhängen. Oder ich kann im iDoIt, wenn ich jetzt einen Anruf kriege und sage, der Drucker funktioniert nicht, kann ich im iDoIt in diesen Drucker gehen und aus dem iDoIt ein Ticket erstellen, das dann automatisch ins OTS eingepflegt wird. Ja? Schnittstellen zu anderen Ticketing-Systemen? Request-Tracker. Ja. Die beiden, also derzeit gibt es die beiden, Request-Tracker und OTS. Ja. Gibt es irgendeine API, wo man selbst Schnittstellen bauen kann? Super, ja. Also das ist eine JSON-API, die sehr gut gepflegt wird und ich kann eigentlich alle Objekte sowieso abrufen und alle Objekte einpflegen. Also ich kann eben neue Objekte anlegen und wenn kriegt dann die ID zurück, mit der es angelegt worden ist, damit die verbundene Objekte dann dazu anlegen kann und verbinden kann. Also das ist JSON und ist auch sehr gut dokumentiert und es gibt sogar so beispielhafte Bibliotheken, die man verwenden kann dafür. Da gibt es so ein Push-Trigger, also falls sich der Datenbank irgendwas verändert, dass es auch dann möchte es notifiziert werden. Also, es gibt nicht abfragen, ob sich irgendwas geändert hat, sondern ja, also es gibt ist das da drinnen? Irgendwo da versteckt sich das. Da kann man so Events generieren, ja, und dann kann ich sagen, wann wird der Event getriggert? Und dann kann ich, und als Parameter wird dann immer ein JSON-Objekt von dem geänderten Objekt übergeben. Ja. Das heißt, ich kann mir irgendein Client-Programm, das als Parameter JSON-Objekt entgegennimmt, nehmen und weiß dann, was genau passiert ist. Das ist noch erwähnenswert. Also was super ist, ist das Reporting zum Beispiel, das man da rausholen kann, ist relativ gut. Ja. Also als Beispiel zum Beispiel haben wir eine Anforderung war, die wollten wissen, wie lange ist die Uptime von einem Client, wie oft wird der genutzt und wann. Und da haben wir einfach das Monitoring übergibt ans iDoIt dann die Information in das Log, weil da läuft der Log-File mit der Änderungen. Ja. Und dann kann man über Reporting, wo man selber über SQL die Abfragen starten kann, haben wir dann eine Auswertung, wo dann ausspuckt, okay, dieser Client ist genau zu diesen Zeiten, wurde der gestartet und zu diesen wird der runtergefahren und dann kann man die Uptime ausrechnen. Genau, also diese Events von Nagios, dass man halt über die JSON-API haben wir die dann halt ins Logbuch reingeschrieben und das schaut halt dann, das ist jetzt nur von uns so testhalber. Schaut halt dann so aus, und das ist von da bis da mit einem Uptime von 4 Stunden
haben wir vorgefunden. Könnte man also als Meantime between Fehler, also so, zum Schauen, wie lang ist der Service durchgehend erreichbar, fehlerfrei, könnte man das zum Beispiel auch verwenden. Und das sind eben dieser, da gibt es diesen Report Manager. Also rein konzeptionell ist es ja wirklich so, dass durch das, dass es eigentlich als zentrales Wissensdatenbank geführt wird beim ITIL, kann man ja wirklich schöne Sachen draus machen. Ja, und die Kundenanforderungen, also wie gesagt, mit diesem Zuordnen der Schutzmaßnahmen, das war ja eigentlich auch nicht geplant von denen, sondern die haben es wirklich klassisch eingeführt als IT-Dokumentation. Und das hat dann natürlich voll in die Hände gespielt bei dieser Wirtschaftsprüfung, wo es geheißen hat, ihr habt keine Business Impact Analyse und ihr habt keine IT, zu wenig definierte IT-Sicherheitsprozesse und so weiter. Und die haben sie mit dem das natürlich dann nicht nutzen können. Ja. Ja, das wollte ich gerade noch bei dem Report Manager, da gibt es nämlich auch was, das finde ich auch ganz schick, da gibt es ein Online-Repository. Da kann man sich fertige solche Reports, das sind im Prinzip SQL-Abfragen, kann man sich da runterladen. Ja. Wenn man dann sagt, auf Download, dann wird der im lokalen System praktisch installiert und dann kann ich den sofort nutzen und selber weiter. Und kann sich dann anhand dem relativ gut durchhandeln und selber Reports zusammenbasteln. Ja. Das geht relativ fix durch das. Kann ich. Richtig oder in der Open Reporting ist. Das Reporting ist auch in der Open Source-Version. Da gibt es eben zwei Modi zum Bearbeiten. Das eine war der Abfrage-Editor, das ist so klicki-bunti, kann man die Felder halt zusammen und Abhängigkeiten, oder wenn mit dem nicht mehr durchkommt, dann kann man eben so den SQL-Editor nehmen. Gut, danke für eure Antwort. Ja, nein, kann man, gibt es noch irgendwas? Noch Fragen, ja. Wie schaut der Output denn aus? Kann man das machen? Also in dem Fall war es eben, das ist die Liste, das war jetzt da diese Liste. Ja. Das ist jetzt die Liste gewesen. Kann man das in PDF, oder gibt es da irgendwas? Ja. Bei der neuen Version haben es, glaube ich, sogar neuere PDF-Engines, sonst kann man sich das als PDF-Report runterladen. Danke, dass du durchgehalten hast. Frage noch, kann man auch sowas wie Vertragslaufzeiten, also so komplett und so Garantie, Lizenzmanagement, Patchfeldmanagement, das ist dann, natürlich. Das wäre der Report, ablaufende Wartungsverträge. Okay, super. Ja. Und kann man Dateien hochladen? Ja. Also man kann Dateien hochladen und sogar versionieren. Ja. Also ist aber Passwortmanagement dabei, wenn man will, aber für die Sicherheit jetzt nicht. Und so aus reiner persönlicher Erfahrung, was sind die größten Datenbanken, die ihr verwaltet habt damit? Also wie viele Objekte habt ihr? Wir. Wir sind 10.000, aber iDoIt hat die größten Kunden, das liegt also über 2 Millionen Objekte, die man da verwaltet. Okay. Ja. Okay. Also das ist jetzt die größte, von der ich gehört habe. Okay, und das ist dann noch handhabbar zum Suchen. Also das ist wirklich ein Konzern, große Kundschaft, wo das einsetzt wird. Also das muss, gehe mal davon aus, funktionieren, sonst würden die sich was anderes suchen. Okay, super. Achso, genau, ich darf nicht runterfahren müssen.